Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie jetzt einmal herzlich willkommen heißen bei unserem Fachgespräch. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben, um mit uns über das wichtige Thema Afrika zu sprechen. Und ich möchte ganz herzlich unter uns begrüßen unsere Bundesministerin, liebe Johanna Wanka, herzlich willkommen. Unserer Einladung sind viele Parlamentarier gefolgt aus unserer Fraktion, die Ausschussvorsitzende Patricia Lips und Stefan Kaufmann, der Obmann in unserem Bildungs- und Forschungsausschuss, und auch Frau Lücking-Michel, die Berichterstatterin ist und auch mit an dieser Veranstaltung gewirkt hat, die Idee dazu mitgehabt hat. Und Herr Staatssekretär Schütte, herzlich willkommen. Wir haben sehr viele interessante Gäste, die mit uns heute ins Gespräch kommen werden. Ich werde sie danach noch vorstellen. Und wir freuen uns auch, dass es ein großes Interesse gibt bei den Vertretungen und Botschaften hier in Berlin, gerade der afrikanischen Staaten. Meine Damen und Herren, Botschafter und Exzellenzen, seien Sie herzlich willkommen. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, Ihnen allen noch einmal. Wir haben als CDU und CSU im Deutschen Bundestag in dieser Legislaturperiode häufiger über Afrika nachgedacht und überlegt, wie können wir diesen Kontinent, der so besonders ist, der so voller junger Menschen ist, der so voller Ideen ist, voller Rohstoffe, voller Schätze, voller Ideen und doch voller Sorgen, was den Klimawandel angeht, was die Ernährung angeht, was die Governance angeht, was die wirtschaftliche Entwicklung angeht, wie kann man diesem Kontinent helfen? Und es ist richtig, dass wir verstanden haben, das geht nicht, indem man über Afrika nachdenkt und über Afrika redet, sondern nur, indem man mit Afrika redet. Und viele Besuche von unseren Kollegen in afrikanischen Staaten und auch unser Kongress, den wir im März diesen Jahres mit dem früheren Bundespräsidenten Köhler auch als CDU-CSU organisiert haben, ist eine Reihe dieser Gespräche miteinander und die Überlegung, wie können wir gemeinsam wirtschaftliche Entwicklung, Hoffnung und Zukunft in Afrika gemeinsam schaffen. Eine ganz besondere Bedeutung hat das Thema Bildung und Wissenschaft, so wie das hier bei uns in Deutschland ist. Der Grund, warum wir heute besser dastehen als manch anderes europäisches Land, braucht es auch in Afrika Investitionen genau in die Bildung und in die Wissenschaft. Und wir sind dankbar dafür, dass das Bundesministerium für Bildung und Forschung mit seiner Afrika-Strategie diesen Gedanken aufgegriffen hat und eine Vielzahl von Kooperationen auf Augenhöhe von deutschen Wissenschaftlern mit afrikanischen Wissenschaftlern, mit einem Verbund von Wissenschaftlern ins Leben gerufen hat. Und wir wollen diesen Tag heute nutzen, um zu lernen und zu verstehen, was davon funktioniert gut, was kann man besser und anders machen, wo können wir gemeinsam auch noch mehr machen. Wir wollen als Union im Deutschen Bundestag für Afrika da sein, wir wollen helfen, wir wollen Zukunft schaffen in Afrika. Und ich bin mir sehr sicher, dass in der Bundesrepublik Deutschland bei den Menschen, die im vergangenen Jahr so beeindruckend solidarisch waren und geholfen waren, als die Flüchtlinge hierher zu uns gekommen sind, dass sie in gleicher Weise bereit sind zu helfen, zu verstehen, wenn wir Geld und Ressourcen bereitstellen für diese Kooperation, damit die Menschen nicht auf die Flucht gehen müssen, sondern dass sie bei sich zu Hause eine Zukunft haben. Dazu dient der Tag. Er soll münden in einem Antrag, den wir noch in dieser Legislaturperiode in den Deutschen Bundestag einbringen, wo wir die Ergebnisse der vergangenen Jahre bündeln und einen Ausblick geben auf die Zukunft. Ich bin für unsere Fraktion sehr dankbar, dass Michael Vorländer sich so sehr engagiert hat bei der Vorbereitung dieser Veranstaltung. Ich möchte ihm ausdrücklich noch einmal herzlich danken und ich freue mich mit Ihnen gemeinsam, dass jetzt zu uns spricht unsere Bundesministerin für Bildung
und Forschung, liebe Johanna Wanker, du hast das Wort. Lieber Michael Kretschmer, danke für die freundliche Einführung und Gruß an alle anderen, die heute hier sind, an alle Gäste, auch an die sehr weit gereisten Gäste. Irgendwie, das klingt blöd, aber geht das? Ja? Afrika. Es klang eben an, Afrika ist für uns ein Kontinent der Potenziale. Wenn man sich überlegt, dass in Afrika über 50% der Bevölkerung, der Menschen, die dort leben, jünger als 18 Jahre sind, dann ist klar, welch eine wichtige Ressource, ist jetzt der falsche Begriff, aber welche eine wichtige Entwicklung von diesem Kontinent ausgehen kann. Dass natürlich wir eine ganz, ganz andere demografische Entwicklung haben, da muss ich jetzt keine Zahlen Ihnen nennen, das ist in der Presse und überall, glaube ich, sehr wohl bekannt. Wir haben natürlich einen großen Vorteil. Wir haben eine lange Lebenserwartung. Das hat man leider in Afrika nicht. Und ich denke, dass wir auf dieser Grundhaltung, Afrika ist ein Kontinent der Potenziale, unsere Zusammenarbeit aufbauen, weil das Ziel ist es, diese Potenziale aufzugreifen, zu nutzen, und das gilt natürlich ganz besonders für das Thema Wissenschaft und Forschung. Und wenn ich über Deutschland rede und über die Situation, in der wir uns jetzt befinden, dann nenne ich immer ein Beispiel, was ganz, ganz prägnant ist, dass wir ein kleines Land sind. Ein kleines Land, in dem gerade mal 1% der Weltbevölkerung lebt und dass dieses kleine Land die viertstärkste Industrienation der Welt ist. Und das kommt durch Forschung, Entwicklung, Bildung. Und wenn man sich jetzt Afrika mit diesen riesigen Potenzialen vorstellt, dann ist klar, was man dort mit Forschung, Entwicklung, was man in diesem Land bewegen kann. Franz Kafka hat einmal gesagt, Wege würden dadurch entstehen, dass man sie geht. Und so ist es auch mit Wissenschaft und Forschung, und wir wollen die Entwicklungsdynamiken in den afrikanischen Ländern unterstützen, indem wir die Wissensbasis und die Kompetenzen dort vor Ort stärken und damit die Menschen nicht helfen, sondern die Menschen in Afrika befähigen, gemeinsam mit uns, zum Teil auch alleine, mit den globalen Herausforderungen fertig zu werden und langfristig für nachhaltiges wirtschaftliches Wachstum zu sorgen. Das ist unser Grundansatz, und das stärkt natürlich die Leistungsfähigkeit der Staaten und damit auch die Attraktivität, in diesen Ländern zu leben. Und wenn es um das Thema Fluchtursachen geht, muss man natürlich ganz ehrlich sein und sagen, dass das, was wir dort langfristig machen, und damit meine ich jetzt nicht nur unser Ministerium, sondern damit meine ich auch das Entwicklungsministerium, damit meine ich das Gesundheitsministerium, damit meine ich auch das Wirtschaftsministerium, die Aktivitäten, die wir dort entfalten, wollen wir machen, machen wir, um es in den Ländern attraktiver zu machen, dort für die Menschen zu leben und in ihrer Heimat zu bleiben. Aber kurzfristig ist es nicht so, dass dort unsere Aktivitäten Flüchtlingsströme durch Investitionen in Bildung verhindern, sondern dass wir, so sagen es jedenfalls eine Reihe von wissenschaftlichen Studien, dadurch sich die Menschen, die fliehen, die woanders hingehen, die verändern sich. Und wenn man in einem Land wie Senegal meinetwegen Medizin studiert hat und Arzt ist, dann überlegt man sich, welche Chancen habe ich mit meiner Familie für meine Kinder in den nächsten 20 Jahren und welche Chancen habe ich mit diesem Abschluss als Mediziner an vielen anderen Stellen in der Welt. Und deswegen ist es nicht so kurzfristig gedacht, dass unsere Investitionen sofort den Effekt haben, dass man dort im Land bleibt, sondern wir haben veränderte Flüchtlingsbewegungen. Aber längerfristig ist es der einzige Weg, um mit hoher Lebensqualität zu erreichen, dass die Menschen in ihren Ländern gerne bleiben und dort arbeiten. Ich freue mich, dass die CDU-Fraktion dieses so wichtige Thema Afrika, Subsahara-Region aufgreift, sich damit nicht nur heute, sondern schon längerfristig beschäftigt. Und ich glaube, es ist bei manchen etwas mit Verblüffung wahrgenommen, weil man immer den Eindruck hat, dass natürlich eine solche Fraktion bei den vielen Dingen, die wir zu regeln haben, Problemen, Herausforderungen, vor denen wir stehen, dass es hier eine so große Wertschätzung für dieses Thema gibt, dafür möchte ich mich bei der Fraktion ganz herzlich bedanken. Wir haben einen afrikapolitischen Ansatz in der Bundesregierung, geprägt durch die afrikapolitischen Leitlinien, die im Jahre von der gesamten Bundesregierung im Jahre 2014 beschlossen worden. Und natürlich ist unser Handeln vom BMBF, von unserem Bundesministerium,
Teil dieser Leitlinien, bewegt sich im Rahmen dieser Leitlinien. Und wir haben im Jahr 2014 eine Afrika-Strategie, speziell im Rahmen dieser Leitlinien, aber speziell für unseren Bereich Wissenschaft und Forschung entwickelt. Und dort die Ideen, die wir hatten, in Expertengesprächen artikuliert und dann eine große Afrika-Konferenz veranstaltet im Jahr 2014 und alle anderen Ressorts natürlich dazu eingeladen. Aber vor allen Dingen, es waren über 200 Wissenschaftler und Repräsentanten aus Afrika da. Und es gab etwas, was ich für ganz entscheidend halte. Es gab eine Diskussion auf Augenhöhe. Das heißt nicht, wir helfen, wir bringen unsere Erfahrungen, wir exportieren, sondern eine Diskussion auf Augenhöhe, die auch zu manchen Korrekturen an unseren Vorstellungen geführt hat und dann eingeflossen sind in diese Afrika-Strategie. Und wenn es zum Beispiel so ein ganz konkretes Thema ist, die Krankheiten, wo wir besonders viel Forschung in Afrika etablieren wollten, wo wir dann auch mit dem Gesundheitsministerium, da war zum Beispiel das Thema Diabetes aus afrikanischer Sicht ein ganz zentrales Thema, bei uns erst nachrangig. Das sind Dinge, die man also dann, wenn man auf Augenhöhe diskutiert, und das ist ganz entscheidend. Und das unterscheidet uns auch zum Teil von dem Engagement anderer Länder, großer Länder in Afrika. Weil wenn ich sage, Afrika ist ein Kontinent der Potenziale, dann ist das keine Idee, die nur wir haben, sondern auch andere sehen, was dort möglich ist und engagieren sich. Wir haben bei den strategischen Planungen natürlich, was in dieser Tagung kam an Anregungen, wir haben aber auch berücksichtigt die Planungen, die existieren von afrikanischer Seite, insbesondere die Wissenschaftsstrategie der Afrikanischen Union. Der Kommissar war auch bei uns schon mehrfach zu Gast. Und wir sagen, es geht uns bei der Wissenschafts- und Bildungskooperation mit Afrika um drei wichtige Punkte, Eckpunkte. Es geht nicht um einen einseitigen Nord-Süd-Transfer von Lösungen, die wir haben und exportieren, sondern es geht um gemeinsame, bedarfsgerechte Erarbeitung von Lösungen. Es geht zweitens nicht darum, dass wir Kompetenzen exportieren, sondern dass wir sie in Konzepte zur Stärkung der Innovations- und Forschungskapazität in den Partnerländern selbst integrieren. Und das heißt, als dritten Punkt, Herr Schütte wird in seinen Diskussionspunkten dann noch konkreter, auch mit Beispielen darauf eingehen. Das heißt, als dritten Punkt, das haben wir vielleicht nicht immer ausreichend berücksichtigt, dass es wichtig ist, bei jeder Projektüberlegung um die Nachhaltigkeit zu ringen. Also von vornherein zu überlegen, wie kann das, was wir dort mit Geld und Ressourcen etablieren, was gut ist, wie kann das dann in Strukturen verankert werden? Oder wie können die Ergebnisse so genutzt werden, dass es eben nachhaltig ist? Und das sage ich nicht nur, weil gestern die große Nachhaltigkeitskonferenz war, sondern weil es wirklich zentral und wichtig ist. Auf der Basis dieser drei genannten Punkte verfolgen wir unsere Ziele und bauen unsere Kooperationspraxis auf. Dabei stärken wir die Wissenschaftssysteme in den Partnerländern. Wir tragen dazu bei, dass sich Wissenschaftsgesellschaften dort zum Teil erst entwickeln. Und das geht natürlich nur, indem man leistungsfähige Strukturen, die im Ansatz vorhanden sind, wirklich stärkt. Und das heißt auch, personelle Kapazitäten in Wissenschaft und Forschung in Afrika aufzubauen. Und dabei wollen wir die deutschen Akteure als Garanten für nachhaltige Unterstützung in den afrikanischen Wissenschaftsbeziehungen positionieren. Zum Beispiel haben wir ein Projekt, Herr Hacker wird sicher auch darüber sprechen, dass unsere Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina, wo er der Chef ist, und dass das afrikanische Akademien-Netzwerk, dass die zusammenarbeiten und dass das Ziel dieser Kooperation ist, gemeinsam Stellungnahmen zu erarbeiten. Das ist ja die Aufgabe von Akademien, Stellungnahmen, Positionierungen zu erarbeiten, zu wissensbasierte Stellungnahmen, die dann auch Einfluss haben sollen oder herangezogen werden sollen, im besten Fall von den Entscheidungsträgern, die in Afrika sind. Das heißt, es geht nicht nur um die Erarbeitung von Empfehlungen, sondern dann auch um den Dialog und so wie wir es in Deutschland kennen, dass Stellungnahmen erarbeitet werden und wir dann politisch reflektieren, nicht immer alles so machen, auch nicht immer alles so machen können, dass aber hier eine wissensbasierte Politikberatung in Kooperation Nationaler Akademie Deutschland mit dem Akademienetzwerk in Afrika stattfindet.
Zurzeit planen wir von unserem Haus den Aufbau eines Maria Sibylla Merian Zentrums. Das ist ein interdisziplinäres Zentrum für geistes- und sozialwissenschaftliche Forschung in Afrika. Dort sollen vor Ort deutsche und afrikanische Wissenschaftler über gesellschaftliche Fragestellungen in diesem Kontext geistes- und sozialwissenschaftliche Forschung arbeiten. Unser Verständnis von Forschung und Entwicklung schließt natürlich auch ein, dass wir die Wissenschaftsgesellschaft ganzheitlich voranbringen wollen. Und wenn wir darüber nachdenken, welche Chancen hat dann Europa als Wissenschaftsstandort? Und zum einen sehen, was passiert im asiatischen Bereich, insbesondere im chinesischen Bereich, was passiert im amerikanischen Bereich, dann muss man konstatieren, dass es dort Punkte gibt, die wir nicht so übernehmen wollen. Also zum Beispiel die Art und Weise Schulbildung, China oder so etwas, das ist nicht unser. Das ist natürlich ein sehr stark leistungsorientiertes System, was natürlich für Wissenschaft eine gute Voraussetzung ist. Was wir aber haben, was unsere Stärke in Europa ist, eine der Stärken, ganz wichtig, ist, dass wir freiheitlich-demokratische Grundordnung haben. Und wenn man in der Geschichte guckt, dann kann in Freiheit sich Wissenschaft am besten entwickeln. Und deswegen geht es nicht nur darum, Dialoge zu haben, Personal hinzubringen, sondern es geht auch um Stabilität und Sicherheit und zivilgesellschaftliche Freiheit. Das sind bestmögliche Rahmenbedingungen für Wissenschaft und deswegen muss auch immer unser Anliegen sein, das und diese Idee und was sie bewirkt, mit dem Beispiel, was wir in Europa haben, zu transportieren und dass die Freiheit der Forschung letztendlich die entscheidende Basis ist, die Überlebensbasis für wirklich Forschung und dass die nach Möglichkeit auch dort geschätzt und dann eben auch unterstützt wird. Beispiel, ist die EAMS-Initiative. Da geht es darum, dass wir die kritische Unterversorgung an mathematischen Kapazitäten, und das war schon vor meiner Zeit, nicht weil ich Mathematikerin bin, also die Idee kam aus Kanada, von einem kanadischen Wissenschaftler. Und es ist ganz interessant, es gibt aus dem afrikanischen Kontinent keine herausragenden Mathematiker, jetzt über Jahrhunderte gesehen, was ja irgendwie ein Phänomen ist. Und was auch mit der Struktur von Mathematik, wie sie vermittelt werden kann, zusammenhängt. Und deswegen ist der Aufbau von Strukturen für Mathematik, also Mathematiklehrstühle, nicht etwas Exotisches, sondern außerdem ist das ja die grundlegende Wissenschaft für Ingenieurwissenschaften, für vieles andere. Und wir haben 5 Lehrstühle, die wir finanzieren und es gestaltet sich außerordentlich schwierig, die zu besetzen. Also wirklich dort geeignete, hochkarätige Kandidaten zu finden. In Senegal ist die Besetzung erfolgt, in Ghana ist es abgeschlossen und es folgen noch die Bemühungen oder sind in Arbeit der anderen Länder, in denen wir das machen wollen, also Kamerun, Tansania und Südafrika. Die Gelder, die wir zur Verfügung stellen dafür, sind im Zeitraum von 2012 bis 2021 knapp 9 Millionen Euro. Damit kann man was anfangen. Ich danke an dieser Stelle der Alexander von Humboldt Stiftung und auch dem Deutschen Akademischen Austauschdienst, die ganz wichtige Grundbausteine mit ihren Förderprogrammen dort vor Ort gelegt haben. Und ich denke, es sind Grundbausteine, die weit über diese konkreten Aktivitäten hinaus tragen. Weil es auch ein Signal ist, es gibt exzellente, attraktive Lehrstühle im Land, in Afrika, für herausragende Wissenschaftler, auch aus der Region. Und ich denke, wir befinden uns mit diesem Ansatz auch in Übereinstimmung oder in Einklang mit dem Handeln der Vereinten Nationen. Das heißt, dass die neu gefassten globalen Entwicklungsziele, die die Vereinten Nationen im September letzten Jahres verabschiedet haben, dort deutlich sagen, dass eine Schlüsselrolle für Forschung, für Wohlstand und auch für Chancengerechtigkeit Forschung und Bildung und Innovation sind. Und dass es deswegen nicht nur darauf ankommt, etwas an Waren zu transportieren, sondern diese Basis zu stärken, zu verbreitern oder zum Teil erst zu ermöglichen.
Das heißt, Forschungskooperationen sind nicht ein Selbstzweck, sondern sind zum gegenseitigen Nutzen ausgerichtet. Und Win-Win-Situationen sind immer das Allerbeste, was einem passieren kann. Erreicht man nicht immer, auch inländisch nicht immer oder auch gar nicht in der EU. Aber das ist etwas, was wir versuchen, was wir anstreben. Und letztendlich geht es bei vielen der Fragen, die dort untersucht werden, um globale und auch regionale Herausforderungen, die uns alle betreffen, auch in ihren Auswirkungen, die Flüchtlingssituation uns betreffen. Und die Schwerpunktbereiche, in denen wir arbeiten, sind natürlich Bioökonomie, Gesundheit, Umwelt und natürlich Klima. Und vielleicht möchte ich einige dieser Dinge, was wir dort machen, hier nennen, aber darauf verweisen, dass es noch Möglichkeiten gibt von unserem Haus, das auch im Podium nachher zu präzisieren und zu untersetzen. Die Stärkung der globalen Gesundheit, das ist ein prioritäres Ziel natürlich in der Bundesregierung und dabei spielt Forschung eine zentrale Rolle. Und ich denke, dass bei diesem Thema Forschung für gesundheitliche Entwicklung die Fraktion, die CDU-CSU-Fraktion, einen entscheidenden Schwerpunkt in den letzten Jahren gesetzt hat und dass wir hier, was ja auch die Gelder anbetrifft, da ist es immer gut, wenn man nicht kontrovers zum Parlament steht, sondern wenn es dort eine gewisse Akzeptanz oder eben eine Unterstützung gibt. Und deswegen an der Stelle auch Dank für das, was wir machen können im Bereich der Gesundheitsforschung, nicht nur auf Afrika bezogen. Dank an die Fraktion und ich will mal sagen, das sollte auch so bleiben, was die Unterstützung anbetrifft. Wir kommen, ja, kann man ja auch mal ein paar Wünsche äußern, wir kommen aber nicht allein als Deutschland weiter, sondern wenn es um diesen Riesenkontinent geht, wenn es um das Engagement, was dort notwendig ist. Und deswegen ist es, wenn es um das Thema Gesundheit geht, herausragend gewesen, dass beim G7-Gipfel jetzt schon zum zweiten Mal das Thema armutsassoziierte und vernachlässigte Tropenerkrankungen beim G7-Gipfel ein zentrales Thema sind und dass wir von Seiten der Wissenschaftsministerkonferenz im letzten Jahr das als Thema aufgerufen und dort nicht begonnen, aber dort intensiviert haben das, was wir gemeinsam tun können. Wir haben uns aber nicht reduziert auf die vernachlässigten und armutsassoziierten Erkrankungen, sondern haben auch ganz bewusst gesagt, dass die Erkrankungen in Afrika mit der höchsten Krankheitslast, zum Beispiel TBC, Malaria, AIDS, dass die auch bei uns, das sind ja keine Vernachlässigten, aber das sind die mit der größten Krankheitslast. Und ich denke, dass wir diesen Teufelskreis von Armut und Krankheit in Entwicklungsländern durchbrechen müssen. Und wir werden oder sind dabei, unter der Federführung von Deutschland im G7-Bereich eine Arbeitsgruppe einzurichten, um die Ziele, die wir uns gesteckt haben, die wir jetzt auch in Japan besprochen haben, um das durchzusetzen. Das ist aber nicht nur Zukunftsmusik. Im Moment sind wir dort in der Sub-Sahara-Region zum Beispiel dabei. Jetzt schon fördern wir Forschungsnetze für Gesundheitsinnovationen. Dort stellen wir ab jetzt 2016 bis 2021 50 Millionen Euro bereit. Und da geht es vor allen Dingen um die Bekämpfung von den eben genannten Krankheiten wie TBC. An diesen Forschungsnetzen für Gesundheitsinnovationen sind 14 afrikanische Staaten beteiligt. Aber wir wollen nicht nur die Gesundheitssysteme, sondern das hat man bei Ebola gesehen, auch die Bildungssysteme und die Bildung darüber verstärken. Eine Besonderheit dieser Forschungsnetzwerke ist es, die werden nicht von deutschen Wissenschaftlern koordiniert, sondern die werden ausschließlich von afrikanischen Wissenschaftlern koordiniert. Und wir können uns durch das, was wir dort an Forschung leisten, in den Bereichen, wo wir weltweit Spitze sind, unsere Position auch stärken. Aber entscheidend ist in diesem Bereich, aber auch im Bereich Klima, Landnutzung, dass es sicher um Forschung, Forschung vor Ort, auch regional bezogen, Empfehlungen, aber dann muss es weitergehen. Das muss transportiert werden, meinetwegen an die Bauern in der Region, an die, die im Gesundheitssystem sind. Und das ist eine Aufgabe, die wir nur lösen können, wenn wir als Forschungsministerium gemeinsam arbeiten, zum Beispiel mit dem Entwicklungsministerium, mit dem Gesundheitsministerium, mit der GIZ. Das sind die ganz wichtigen Punkte, um nicht nur die Forschung zu stärken, sondern dann auch einen Transfer, den wir brauchen, nicht nur in Deutschland im Sinne von neuen Erfindungen, sondern einen Transfer dort auch in die Breite der Bevölkerung. Zweites Beispiel, der Klimawandel. Das ist natürlich gerade dort ganz virulent, Wasserverfügbarkeit, Ernährungssicherheit, Armutsbekämpfung. Und hier gibt es dringenden Handlungsbedarf, insbesondere braucht man dauerhafte Einrichtungen, also nicht nur Projekte vor Ort. Und das wurde gerade in Paris im letzten Jahr
immer wieder betont. Wir arbeiten bereits. Seit 2010 bauen wir gemeinsam mit 10 Partnerländern in Westafrika ein Servicezentrum, ein westafrikanisches Servicezentrum, afrikanisches Zentrum für Klimawandel und angepasste Landnutzung auf und das gleiche im südlichen Afrika, also Waskal und Saskal. Und wir haben ja den Chef von Waskal hier, der auch ernickt und auch dazu sprechen wird. Und ich fand, als wir bei uns im Ministerium eingeladen hatten zu einer Konferenz darüber, ganz erstaunlich, dass Länder, die, ich hoffe, Sie widersprechen mir nicht, sehr unterschiedlich sind, auch in ihrer Ausgestaltung mehr oder weniger demokratisch, mit auch konkurrierenden Interessen, bereit waren, in diesem Bereich zusammenzuarbeiten. Das haben wir auch als einen Erfolg betrachtet, der Initiative, dass man dort so unterschiedliche Partner zu gemeinsamen Aktionen auch mit animiert hat. Und hier geht es in diesen Zentren einmal um Forschung, um bedarfsgerechte Forschung, die sich also wirklich auf die Themen in der Region bezieht. Und das ist in Südafrika anders als in Westafrika, was Wasserverfügbarkeit, Flüsse und anderes anbetrifft. Aber eben auch die Beratung öffentlicher und privater Entscheidungsträger. Wir erwarten, und das haben wir auch diskutiert, dass in Zukunft perspektivisch dann irgendwann diese Zentren dauerhaft betrieben werden von den in eigener Regie von den afrikanischen Partnern. Dazu gehört auch immer ein Stück Mitfinanzierung, wobei die sich orientieren muss an den wirklichen Möglichkeiten, die die entsprechenden Länder haben. Also da ist nicht 50-50 oder anderes. Und das muss man auch sehr mit Augenmaß sehen und das kann auch sehr differenziert ausgestaltet werden. Und der dritte von mir als konkret zu nennender Punkt ist das Programm Globale Ernährungssicherung. Hier sind wir das federführende Ressort und werden mit dem BMZ gemeinsam bis 2018 45 Millionen in laufende Projekte investieren. Dabei geht es um eine nachhaltige Agrarwirtschaft, um die Entwicklung einer solchen nachhaltigen Agrarwirtschaft in den afrikanischen Ländern. Und wenn wir jetzt über Bioökonomie sprechen und auch Bioökonomie in unserem Forschungsprogramm für nachhaltige Entwicklung sehr stärken, dann bietet die Bioökonomie potenziell interessante Ansätze für eben Afrika-Kooperationen. Wir haben aus diesen Maßnahmen und aus weiteren Maßnahmen mit der Subsahara-Afrika-Region gelernt, dass, was ich schon erwähnte, dass es ganz wichtig ist, auf Nachhaltigkeit zu orientieren und von vornherein mitzudenken, was passiert, wenn die deutsche Projektförderung ausläuft, sind dann wirklich regionale, lokale Initiativen, da ist dann wirklich ein staatliches Interesse, damit diese erfolgreichen Projekte auch weitergeführt werden. Alles andere muss man eigentlich ablehnen. Und das ist auch ein Unterschied, dieses auf Augenhöhe diskutieren und an die Nachhaltigkeit zu denken, im Gegensatz zum Teil zu dem starken finanziellen Engagement der chinesischen Seite in Afrika, wo man exportiert, wo man auch Wissen exportieren will und Ideen und wo es nicht um dieses Thema geht, wie kann die Struktur dann im Land nachhaltig gestärkt werden. Und ich glaube, das wird auch von afrikanischer Seite so gesehen, weil wir sind ja als Deutschland nur nicht der riesengroße Partner und wie gesagt, China oder andere haben mehr Geld zur Verfügung. Dass wir trotzdem als Partner sehr gefragt sind, hat etwas, glaube ich, mit diesen grundsätzlichen Haltung zu tun. Wertschöpfung sollte zuallererst vor Ort in Afrika erfolgen und wir wollen also Forschung, wir wollen Transfer in die Wissenschaftsinstitutionen, Transfer in die Entscheiderkreise, aber eben auch Arbeitsplätze und damit langfristig Bleibeperspektiven in Afrika zu schaffen. Es bestehen bei den Finanzierungsmöglichkeiten erhebliche Unterschiede, aber wir sehen, dass auf afrikanischer Seite die Bereitschaft wächst, wenn ganz klar ist, das sind Dinge, die uns nützen, sich auch finanziell langfristig zu engagieren. Und ich denke, in dem Maße, in dem die afrikanischen Volkswirtschaften wachsen, dass dann diese Länder auch ein Interesse haben, wenn sie sozusagen Erfahrungen gesammelt haben, dass Wissenschaft und Forschung ihre Landesentwicklung entscheidend voranbringt, dort auch dann zu investieren. Also ich glaube, wenn wir auf diesem eben skizzierten Weg weitergehen, dann können wir erfolgreich sein. Und dieses Weitergehen bezieht sich jetzt nicht nur auf unser Haus und die Möglichkeiten, das bezieht sich auf die vorhin genannte Bitte an die Bundestagsabgeordneten, aber auch an Sie alle, die heute hier zu dieser Veranstaltung gekommen sind und in ganz unterschiedlicher Art und Weise sich für den afrikanischen Kontinent und für eine gute Entwicklung dort engagieren. Dankeschön fürs Zuhören.
Ja, liebe Frau Bundesministerin, vielen Dank für diese Einführung und für diesen Ausblick. In der Tat, für uns als CDU-CSU-Fraktion, als Abgeordnete und gerade auch für unseren Fraktionsvorsitzenden Volker Kauder ist das Thema Afrika ein ganz zentrales und wir wollen in diesem Bereich mehr tun. Wir freuen uns sehr, dass der Direktor des Instituts für Klimawandel und Landnutzung, angepasste Landnutzung in Westafrika, Herr Dr. Laurent Sedago, zu uns gekommen ist. Er ist ein Experte auf diesem Gebiet. Er hat im politischen Bereich als Minister gearbeitet. Er ist Wissenschaftler und ist ein wirklich großer Kompetenzträger. Und deswegen freuen wir uns, dass wir mit Ihnen diskutieren können. Und ich möchte Ihnen gerne das Wort geben für Ihren Impuls. Bitte schön. Good afternoon, ladies and gentlemen. It's really a very huge opportunity for me to be here at this Bundestag, I should say temple of democracy in the world. And as a former parliamentarian also, I think it's really a very nice opportunity for me to give this little talk to my colleagues. Indeed, I would like to just introduce the discussions with this symbol of cooperation between Germany and Africa in the domain of science and research, but talking about a specific topic, which is climate change. And as you know, today, it's one of the biggest challenges that we are facing now. We had a very huge conference in Paris end of last year, and of course it came with a lot of challenges that humanity has to tackle. So only maybe for a few skeptical people today, when we look at number of parameters, the key parameters that we use to talk about climate change, temperature and precipitation, all the models that scientists are using in the world today, all these models show that in the future there will be tremendous changes. And this has given also the opportunity to talk about it during the UNFCCC conference in Paris. That's why now today our main challenge is to contain the global warming in this level of 2 degrees by the end of this century. But in the domain of precipitation, yet we are still in a lot of debates. However, when you look at Africa, especially West Africa, and in the Sahel, this image just to show you how already population are facing things in the ground. When you look at on this map, you could see in the yellow part, this is the arid zone, but the most bluish part, this is the most humid part that we have in Burkina Faso, when we've won a line, control line of 1,200 millimeters only in the south. Look at how it was 10 years later, and you can see already the shift downwards of the wet areas. And 10 years later, this is how it looks like now today. And when we go up to the year 2020, the beginning of the year 2020, you can see that only a very small part of Burkina Faso could be said that it's a humid zone, just because of this shift downwards of the precipitation. Of course, for local people, there are a number of challenges in the socio-economic aspects. The greenest part is what we call the Guinea zone, and it is where we have the most important part of the population, and where also population rely on the natural conditions for their livelihood. But they are faced, of course, with these issues of climate change and climate variability.
And when you look at the Professor Wanka was talking about food security, most of these people rely, as I said, on natural conditions, and some of the models show that by the year 2050, we will be, if we continue with all these models, we able only to feed 13% of the population. It gives us a very huge challenge in this domain. These are some figures you are familiar with today. Riverbeds are just dry. But from time to time, a very strong extreme event with floods. This is some images, but also important drought. When you look at this field of maize, this is now how farmers are facing. And you can see also for livestock how it could like, it looks like really when it comes to this drought period. This also to show you the impact of population. This is a huge challenge also for Africa in general, but for West Africa in particular. When you look at this map, which shows the occupation of agricultural lands in the year 2000, and look at from our simulations what it will look like in the year 2030 if we don't reinvent new models of production. Meaning that most of the land in West Africa in this part of the Sudano savanna zone will be occupied just because of agriculture. So, huge challenge in land use. And also, today, we have this information from the World Health Organization showing that there will be also a very strong impact on the health situation. And again, here, Africa will be one of the most impacted area in the world. So these are the challenges that we are facing. What should we do? Because in front of this situation, I think the best way is to say, what do we do? And we have started finding solutions. And Germany is in the front line of this discussion to give the best response to this situation. And for BMBF, it was also the contribution it has to give, because we found it's very important to start with science and to end up with policy in order to change things in these coming years if we want to address the issue of climate change. But we need, of course, and Professor Wanka was saying it rightly, we need to know how we are going to do science, not for Africa, but together, so that we can really build the strong capacity and provide us the necessary means also to address the most important problems in the ground. And this is the concept that that is underlying this climate regional climate centers in West Africa, WASCAL, and in the Southern Africa, WASCAL. First, to be able to bring advices to those who need really to change the situation. We need advice, and we need to bring advices to policymakers, to farmers, to all those who are taking decisions on land use. But these advices should be based on scientific knowledge. We need to create the necessary scientific knowledge in order to bring the necessary solutions, sustainable solutions, so that we are going to change our way of dealing with land use and land management. And for this, also we need education. We need the people who are able to do it in the ground. We cannot only rely on scientists coming from Europe to tell us do this and do this. We need to build a capacity in Africa with the contribution. And for this, we need to foster cooperation between Europe and Africa, especially Germany and Africa. That was the rationale underlying the creation of these two centers. And we have been able, since the years 2010, to start implementing this concept in West Africa with these countries, and also in the Southern Africa, 10 countries in West Africa. But today, we are opening to the rest of all West African countries,
15 of them under the leadership of ECOWAS. WASCAL is organized around three main pillars, which are the research, capacity building, and climate services. The research is based in Ouagadougou, in Burkina Faso, together with the climate services, and we have the capacity building component, which is based at the headquarters in Ghana. One of the key aspects in this climate service center is the issue of information. We need reliable information if we want to do climate modeling, if we want to bring necessary advices to those who are taking decisions on the ground. So for the research, we say it's important to do this research, not again, because if I take again Professor Wanka said, not bringing solution to Africa, but finding the solution with Africans. But also for us, it's important that we find the solution not for the farmers, but with the farmers. We need to find solution with the policymakers, and because they are the one who know exactly where the problems are and how they want us to address it. So we need to go to them, get their needs, translate them into research questions, and now bring the scientific solution, and later on bring it back to the policymakers and the land users. In the capacity building, we have been able to set up a number of high education schools, namely 10 of them in West Africa, one in each of these countries, and today we have been able to train more than 150 graduates starting from 2010. We have six schools at PhD level, we have four MSc schools, and all these young people have now opportunity to go into these schools and to have a high profile training environment and to build their own capacity and go back to their countries to give their contribution to the development of their countries. And we do it together with German scientists going from Germany to Africa to teach, together with Africans and so on and so forth. This is exactly the implementation of this concept of doing things all together. I was telling about this issue of data information. This is key and crucial. Without reliable information, we cannot talk about doing reliable climate modeling. That is why we are now building in Burkina Faso this data center that will allow us to bring all the necessary information from the region, to bring it together in one central database, not a physical one, but really a soft one. But if a scientist from anywhere, any part of the world, need information in West Africa, getting into our data portal, he should be able to access data from Senegal to Niger, from the Gulf of Guinea to the upper north in the Sahara, because it's only how we can talk about modeling the climate, understanding the climate, and also trying to find the impact on land use, on water resources, on agriculture, and so on and so forth. So this data center is very key and crucial, and this is now one of our key challenges in implementation. Of course, we still have a number of challenges to go with. I was talking about this regional perspective, because ownership is very important. Now we are working together with BMBF to see how we are going to bring all the countries and all the regional bodies to really own this institution, because of course Germany has given the seed money, but we need now to take it as a regional institution, and this is really one of our key challenge. And Professor Wanka talked about sustainability. This is one of the key issues now in WASCAL. And I end up with this figure showing just the way using sometimes, things that we get on the ground, but cooperation, symbolizing this cooperation between young researchers in order to build really this research that we need in Africa, using European knowledge, using African capacity, but to get together to bring this necessary information
that we need to really solve the issue of climate change. I thank you for your attention. Einen ganz herzlichen Dank für diesen Einblick und wir freuen uns jetzt auf die Diskussion miteinander. Dazu haben wir uns Gäste eingeladen. Ich möchte herzlich willkommen sagen Frau Dr. Ulrike Albrecht, Abteilungsleiterin bei der Alexander von Humboldt Stiftung. Herzlich willkommen. Wo sind Sie? Da sind Sie. Ja, genau. Herr Professor Romain Uenzi, Direktor bei der Akademie für die Förderung von Wissenschaften in den Entwicklungsländern. Herzlich willkommen, Herr Professor. Ich sage herzlich willkommen, Kerstin Nagels, Abteilungsleiterin bei der GIZ. Schön, dass Sie da sind. Wir haben Dr. Annette Pieper, die Direktorin bei dem DAAD, eingeladen und Jörg Schneider von der DFG. Und mein Kollege und Experte auf dem Gebiet der Wissenschaft, Stefan Kaufmann, moderiert das Gespräch. Bitte, Stefan, wenn du übernehmen würdest. Ja, ganz herzlichen Dank, lieber Michael. Auch von meiner Seite aus zunächst mal ganz herzliches Willkommen Ihnen allen, den sehr vielen interessierten Gästen heute und auch Ihnen nochmal, die wir hier gemeinsam jetzt auf dem Panel diskutieren. 6 ausgewiesene Experten für unser Thema Best Practices. Sie wurden alle gerade schon vorgestellt. Ich freue mich, dass Sie sich Zeit genommen haben zu diskutieren. Wir haben leider nicht sehr viel Zeit, genau genommen 45 Minuten für dieses Panel. Und daher würde ich Sie zunächst bitten, kurze Statements zu dem zu sagen, was Sie, die 5 vertretenen Organisationen in Afrika, genau tun, und zwar unter Einbeziehung der folgenden 4 Leitfragen. Die erste Leitfrage: Gibt es Best-Practice-Modelle und sind diese automatisch dann auch Blaupause für die anderen Maßnahmen dieser Organisation? Und die zweite Leitfrage: Was sind grundsätzliche Bedingungen für eine erfolgreiche Kooperation in Wissenschaft und Forschung? Die dritte Leitfrage: Mit welchen Herausforderungen haben wir es zu tun? Das war ja gerade auch schon im Vortrag von Dr. Sedogo ein Thema. Und die vierte Leitfrage: Wie gelingt es, eine afrikanische Ownership zu schaffen, wenn der afrikanische Partner keinen finanziellen Beitrag leisten kann? Das also die 4 Leitfragen. Dann würden wir hier einige Nachfragen noch machen auf dem Panel und dann aber auch die Möglichkeit geben, dass Sie sich noch mit Fragen an die Diskutanten wenden. Ich war im Übrigen selber in der Vorbereitung ganz überrascht, wie viele sehr konkrete Projekte der Zusammenarbeit in Bildung und Forschung es gibt und möchte Sie deshalb gerne zunächst teilhaben lassen. Und von einigen dieser Projekte haben wir ja auch schon gehört, auch im Vortrag von Frau Bundesministerin. Alle Organisationen verfolgen gleichermaßen das Ziel, das haben wir gehört, Potenziale zu erkennen, aufzugreifen und weiterzuentwickeln und damit vor allem auch die Partnerländer zu stärken und Strukturen nachhaltig zu verbessern und dann am Ende unsere globalen Probleme gemeinsam lösen zu können. Und ich glaube, das eint alle die vertretenen Organisationen hier. Und jetzt sind wir gespannt, einige ganz konkrete Beispiele auch zu hören, wie Kooperation funktionieren kann. Und ich würde zunächst Sie bitten, Frau Dr. Albrecht von der Alexander von Humboldt Stiftung, für ein kurzes Statement. Danke sehr. Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Kaufmann. Liebe Frau Ministerin, Herr Kretschmer, ganz herzlichen Dank, dass Sie uns die Möglichkeit geben, hier einmal vorzustellen, was wir tun, aber vielleicht auch auf Dinge hinzuweisen, die eindeutig auch noch Luft in der Verbesserung nach oben haben. Die Alexander von Humboldt Stiftung, ganz kurz für diejenigen, die uns nicht kennen, steht für internationalen Wissenschaftleraustausch, für Individualförderung. Das ist sozusagen unser Credo. Und zwar, indem wir Wissenschaftler von außen über Stipendien und Preise, Forschungspreise nach Deutschland holen. Ganz wichtiger Aspekt, und das zieht sich dann auch in der Zusammenarbeit mit Afrika durch und ist eines der wesentlichen Merkmale. Wir verlassen die Personen oder lassen sie nicht los, wenn sie von uns gefördert worden sind und wieder in ihre Heimatländer gehen. Dankeschön. Sondern wir haben eben eine ganze Reihe von Instrumenten, nachhaltig mit diesen Personen zusammenzuarbeiten und ihnen Möglichkeiten zur Verfügung zu stellen. Was tut die Alexander von Humboldt Stiftung, die ja per se eigentlich keine Quoten für Länder oder Disziplinen hat? Was tut sie in besonderer Weise für Afrika oder mit Afrika gemeinsam? Wir haben seit über 20 Jahren, fast 25 Jahren, in Erkenntnis dessen, dass ganz viele Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen nicht
ganz konkurrenzfähig sind, wir sie aber trotzdem in die Lage versetzen wollten, an dem Austauschprogramm teilzunehmen, gemeinsam mit dem BMZ ein Programm entwickelt, das sich Georg-Forster-Programm, Forschungsprogramm nennt. Es ist ein kleines, aber feines Programm. Wir sind gerade in die Situation versetzt worden, etwas mehr Stipendien zu vergeben. Aber es ist ein Programm, das auch schon damals angelegt war, in Richtung auf Capacity Building, in dem die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich bewerben, immer gleichzeitig auch eine entwicklungspolitische Ausrichtung ihrer Projekte im Auge haben und damit gleichzeitig auch sagen müssen, was nutzt es sozusagen in ihrem Land für die Entwicklung ihres Landes. Wir haben gerade vor kurzem auch einen Preis ausgelobt, auch gemeinsam mit dem BMZ, wo wir sagen, wir haben einen Forschungspreis für die Humboldtianer. Wir wollen aber, oder beziehungsweise für diejenigen, die von uns gefördert werden, wir wollen aber auch einen Forschungspreis in dem Segment Georg-Forster-Programm. Es ist sehr gut eingeschlagen und wir haben gerade in Afrika, dieses ist natürlich ein Programm für alle Entwicklungszusammenarbeitsländer oder Liste, aber wir haben die Erfahrung gemacht, dass es gerade von Seiten Afrika sehr gut nachgefragt wird. Ich will Ihnen zwei Punkte oder zwei Zahlen mal nennen. Wir haben kleine Zahlen, aber doch in Hinsicht auf die Qualität und auf die Zusammenarbeit mit den Personen wichtige Zahlen. Es sind ungefähr 600 ehemalige derzeit in Afrika. Wir haben insgesamt 770 Geförderte aus Subsahara-Afrika, aber immerhin, und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, wir haben immerhin 90% an Rückkehrern, nicht unbedingt in ihre Länder, jeweils in Subsahara-Afrika, möglicherweise auch in ein anderes Land in Subsahara-Afrika, aber für uns ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir keinen Brain Drain betreiben, sondern dass wir hier weiter kooperieren. Die wichtigsten Länder sind für uns in der Zusammenarbeit Nigeria, Südafrika, Kamerun, Äthiopien und Kenia. Äthiopien und Kenia sind momentan sogar unsere Schwerpunktländer. Nicht ganz kurz, ich weiß, wir haben wenig Zeit, wenn ich ganz kurz darauf Bezug nehmen darf, die Individualförderung und die nachhaltige Kooperation mit diesen Ländern hat wirklich dazu geführt, Sie haben es erwähnt, Frau Ministerin, wichtig ist, die Länder, aber auch die Personen in die Lage zu versetzen, in Augenhöhe zu operieren. Ein ganz wichtiger Punkt, wir haben Instrumente an der Hand, auch in der Alumni-Förderung, in der Kooperation auch mit Wissenschaftlern in anderen Ländern Subsahara-Afrikas, dass diese Personen selbst das Heft des Handelns in die Hand nehmen und hier zum Beispiel solche Dinge wie Humboldt-Kollegs, nämlich Veranstaltungen durchführen, wo sie durchaus auch länderübergreifend und auch vom Frankophonen ins Anglophone hinein in den Dialog anstrengen. Sie haben alle großes Interesse daran, an diesen großen Herausforderungen sich zu beteiligen und es gibt eigentlich bei allen Kollegs, die in Subsahara-Afrika stattgefunden haben, immer wieder diese Themen, unter anderem auch Malariabekämpfung, Wasserknappheit und so weiter. Ganz wichtig ist, und ich will das als letzten Punkt nennen, ganz wichtig ist uns bei all diesen Programmen, dass wir früh anfangen. Wir wildern dort nicht in den Gewässern des DAAD. Wir arbeiten hier wirklich auch aufbauend gemeinsam zusammen mit dem DAAD. Aber wir versuchen, die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen immer auch in die Lage zu versetzen, wenn sie aus Subsahara-Afrika wieder nach Deutschland kommen, auch in Form zum Beispiel von Tandem-Wiedereinladungen, junge Wissenschaftler noch in dem Bereich vor der Promotion mitzunehmen. Und gerade haben wir in einem Bereich einer Kooperationsmöglichkeit, die wir AGNIS nennen, also ein Netzwerk der Exzellenzkooperation in Subsahara-Afrika, gefördert vom BMWF, eine wunderbare Möglichkeit, Mobility Grants zu vergeben. Ein ganz wichtiger Punkt, das sind diejenigen, die man ganz früh gewinnt. Und ich glaube, das ist der richtige Weg. Wo fehlt es? Ich darf das ganz kurz erwähnen. Bei AIMS, wir sind begeistert von AIMS und wir haben in der Tat mit Mustafa Fall im Senegal einen ganz tollen jungen
Wissenschaftler gewonnen, wo wir natürlich Lücken sehen, aber das ist die, sagen wir mal, banale Erkenntnis, dass die Infrastruktur häufig genug nicht so da ist, dass wir wirklich nachhaltig fördern können. Auch die Kanadier bemühen sich gemeinsam mit Südafrika auf jeden Fall solche Dinge, auch mit der INS-Initiative und Next Einstein Initiative, dieses weiter zu befördern. Aber da hakt es noch kräftig. Wünschen wir uns alle, dass wir da nachhaltiger operieren können. Auch hier sind ja in der AIMS-Initiative sehr, sehr viele junge Leute eingezogen, auch sehr, sehr motivierte Leute. Also ein toller Anfang, aber ich glaube, da brauchen wir auch noch ein bisschen mehr in der Kooperation mit diesen Ländern. Damit will ich es bewenden lassen. Vielen Dank. Danke. Herzlichen Dank, Frau Albrecht. Wenn ich vielleicht gleich nachfragen darf, Sie haben die AIMS-Lehrstühle angesprochen, das Problem auch die Forscher zu finden, aber Sie begeben sich ja als auch auf neues Terrain als AVH, indem Sie nämlich nicht nur Personen Individualförderung betreiben, sondern Strukturförderung zusammen mit der DAAD. Ergeben sich daraus besondere Herausforderungen jetzt im afrikanischen Umfeld oder ist das dann eher ein nachgeordnetes Problem im Vergleich zur Suche nach geeigneten Wissenschaftlern? Also ich will man auch in Bezug auf andere Programme, die die Humboldt-Stiftung betreffen, sagen, Individualförderung ist immer gleich auch Strukturförderung. Und indem wir solche Personen haben, die auch versuchen, in den jeweiligen Ländern eine Basis für eine bessere Infrastruktur zu schaffen, haben wir gleichzeitig auch ein anderes Level als nur die Individualförderung. Wenn wir daran denken, was kann aus diesen, wir haben kleine Instrumente, wie zum Beispiel Gerätebeihilfen, wir haben Rückkehrbeihilfen und so weiter. Aber wir haben, glaube ich, da die besondere Herausforderung, die Länder selbst in die Lage zu versetzen, nicht nur das Ganze zu finanzieren, sondern auch zu denken. Und im Senegal ist diese spezifische Problematik, dass mit Mustafa Fall jemand in eine Universität hinein integriert werden soll, die andere Governance-Strukturen hat. Und das ist eine echte Herausforderung, sodass wir, wie gesagt, über die Individualförderung durchaus solche Dinge versuchen. Aber wir da natürlich in der Kooperation auch mit den Ländern an gewisse Grenzen stoßen, wo wir den Dialog einfach noch mehr pflegen müssen. Herzlichen Dank, Frau Albrecht. Jetzt war der DAAD angesprochen. Vielleicht machen wir gleich dann auch mit dem DAAD weiter. Frau Dr. Pieper, wenn Sie bitte einige einführende Worte zu Ihrer Tätigkeit in Afrika sagen würden. Danke. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute darstellen kann, was der DAAD tut in Afrika. Afrika hat ja eine sehr junge Bevölkerung und infolgedessen sehr viel Bedarf, den Hochschulsektor auszuweiten. Das ist schwierig, nicht nur aus Gründen der Finanzen Hochschulen zu fördern, sondern eben auch den Bedarf an Hochschullehrern überhaupt zu decken. Und das ist einer der Ansatzpunkte für unsere Förderung. Frau Albrecht hat schon über die Individualförderung gesprochen. Die ist natürlich nach wie vor auch ein Standbein des DAAD. Wir haben eine große Zahl von Alumni in Afrika und vergeben viele Stipendien. Aber wir haben ungefähr vor 10 Jahren auch begonnen, stärker Projekte zu fördern und in Strukturen zu investieren. Und da ist in der Tat die Frage der Nachhaltigkeit, die hier schon mehrmals angesprochen wurde, ein ganz wesentlicher Punkt. Vielleicht ganz kurz so als Überblick über das, was wir tun. Wir haben vor 8 Jahren in verschiedenen afrikanischen Ländern Fachzentren gegründet, die mehr oder weniger geistessozialwissenschaftlich ausgerichtet sind. Es gibt aber auch zum Beispiel ein Fachzentrum für Logistik in Namibia. Wir haben mit einem anderen Programm, was vom BMZ gefördert wird, dem DIAZ-Programm, versucht, den Hochschulen in Afrika, die Hochschulen dabei zu unterstützen, ihre Managementstrukturen zu verbessern, Akkreditierungssysteme zu schaffen. Das ist zum Beispiel in Ostafrika inzwischen auch gelungen. Wir sind jetzt in Westafrika an einem ähnlichen Projekt. Das ist also etwas, was eine sehr nachhaltige Wirkung entfaltet. AIMS wurde hier schon mehrfach genannt.
Das ist etwas, was auch im DAD als ein sehr wichtiges Projekt angesehen wird. Wir steuern dabei sozusagen die Komponente der Vernetzung dieser Lehrstühle mit den deutschen Hochschulen, sodass der Lehrstuhlinhaber dann eben auch auf entsprechende Strukturen zurückgreifen kann. Und vielleicht noch etwas, was jetzt ganz neu anläuft, das sind die Partnerschaften für nachhaltige Forschung und integrierte postgraduale Ausbildung, die wir zusammen mit dem internationalen Büro des BMBF jetzt gerade aufsetzen. Vielleicht noch mal zu der Frage der Gelingensbedingungen. Wir sehen eigentlich über alle unsere Projekte in Afrika, aber auch über Afrika hinaus hinweg einige Punkte, die ganz wichtig sind zu beachten, und zwar von Anfang an. Einer ist, dass man die Partner sehr frühzeitig einbezieht, eigentlich schon im Projektdesign. Dass man also von Anfang an mit ihnen spricht, sie mitdenken lässt, sie mit an den Strukturen entwickeln lässt, die man dort schaffen will, damit sowohl die Ownership gewährleistet ist, als auch die Bedarfe, die dort vor Ort sind, wirklich berücksichtigt werden. Der andere Punkt ist, wenn man nachhaltige Projekte aufsetzen will, muss man eigentlich von Anfang an mitbedenken, dass die Förderung durch die deutsche Seite endlich ist. Und wie kommt man dann von so einer Förderung von 100 sozusagen irgendwann mal auf einen ganz kleinen Anteil? Dafür gibt es unterschiedliche Modelle. Wir sind im Hochschulbereich tätig. Ich nenne vielleicht mal eins. Das ist innerhalb der Fachzentren Afrika ein Zentrum für Logistik in Namibia, das jetzt seit 8 Jahren in der Förderung ist und inzwischen so ziemlich auf eigenen Beinen steht. Das ist gelungen durch die Einbeziehung der Industrie. Das ist natürlich je nach Thema, was man bearbeitet, sehr unterschiedlich. Es werden aber auch dort Forschungsaufträge angenommen, die entsprechend finanziell hinterlegt sind. Ein anderes Thema sind Studiengebühren, die vielerorts genommen werden müssen ab einem bestimmten Zeitpunkt, dann aber eben wiederum hinterlegt mit Stipendien für diejenigen Leute, die sehr gut sind, aber die Studiengebühren nicht zahlen können. Das vielleicht erstmal so als ersten Aufschlag, was wir tun und was wir so als Gelingensbedingungen sehen. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Frau Dr. Pieper. Darf ich vielleicht auch gleich nachfragen? Sie arbeiten Sie denn im DAD mit einem Best-Practice-Modell für Entwicklungs- und Schwellenländer? Wir haben ja jetzt auch gehört, dass Ihr Portfolio viele differenzierte Maßnahmen für unterschiedliche Regionen und Zielsetzungen enthält. Ist es jetzt vor allem inhaltlich bedingt oder auch darin begründet, dass eben auch unterschiedliche Ministerien unterschiedliche Programme ausrollen, mit jeweils eigenen Zielsetzungen auch finanzieren? Oder haben Sie ein Best-Practice-Modell, nach dem Sie vorgehen? Wir haben nicht ein Best-Practice-Modell, aber wir haben bestimmte Parameter, die eigentlich an alle solche Kooperationen von Anfang an angelegt werden. Also das, ich habe einiges davon schon erwähnt. Es gibt einige Punkte, die ganz zentral sind. Wir arbeiten ja immer partnerschaftlich. Also wir haben immer deutsche Hochschulen als Partner und eben Partner auf der afrikanischen Seite. Und ganz zentral ist es, dass man von Anfang an erstmal die Erwartungen klärt. Es war schon von Win-Win-Situationen die Rede. Aber es ist so, dass man oft beobachtet, dass die Partner aneinander vorbeireden, beziehungsweise dass sie mit demselben Begriff etwas ganz anderes verbinden. Und das sich zusammenzusetzen, auch im Verlauf des Projekts häufig zusammenzukommen und wiederum zu klären, was meinen wir jetzt denn damit? Was sind denn Meilensteine? Welche Standards hat man dann zum Beispiel für Publikationen und so weiter und so weiter? Solche Dinge müssen immer wieder besprochen werden. Auch, ich glaube, Kultursensitivität ist da ein ganz wichtiger Punkt, weil ja jede Seite erstmal sozusagen die eigenen Vorgehensweisen, die eigenen administrativen Abläufe für selbstverständlich hält. Das ist einfach so. Und wenn man dann mit einer ganz anderen Tradition konfrontiert wird, dann ist das häufig mit Schwierigkeiten verbunden, auch ganz praktischer Art, also einfach auf dem administrativen Level. Und deswegen ist es sehr wichtig, miteinander diese Dinge abzuklären.
Ja, herzlichen Dank, Frau Pieper. Dann würden wir weitermachen mit der DFG, mit Ihnen, Herr Dr. Schneider. Von Ihnen weiß ich, dass Sie ein Afrika-Konzept haben, das aber nicht wirklich publiziert ist oder noch nicht publiziert ist. Das macht das Ganze noch sehr viel interessanter. Wir sind gespannt, was Sie zu berichten haben. Ja, auch von meiner Seite erstmal ganz herzlichen Dank, dass ich hier sein darf. Unser Afrika-Konzept ist in der Tat ein internes Konzept. Da kann ich auch ganz gut erklären, warum. Zunächst mal im Gegensatz zum Beispiel zu den Vorrednerinnen. Ich komme von einer Organisation, die eigentlich eine nationale Projektforschungsförderorganisation ist. Also unser Grundauftrag in dem Zusammenspiel, in dem arbeitsteiligen deutschen Wissenschaftssystem ist es, deutsche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Projekte zu fördern, die exzellent sind, aber die sozusagen aus deren eigenen Bedarf heraus entwickelt wurden. Mit anderen Worten, wir haben keinerlei thematische oder politische oder regionale Prioritätensetzungen bei uns. Also eigentlich ist uns völlig egal, ob jemand mit den USA oder mit Afrika oder Grönland zusammenarbeiten will. Unser Auftrag ist es, den Deutschen oder der Deutschen oder denen, die in Deutschland Wissenschaft treiben, bei ihrer Forschung zu helfen. Also warum überhaupt Afrika für uns? Das ist eine relativ leichte Antwort, die ich da geben kann. Wir verspüren in den letzten Jahren ein gesteigertes Interesse aus der deutschen Wissenschaft heraus, mit Afrika zusammenzuarbeiten. Und dann sehen wir das als unseren Auftrag an, dafür an den Rahmenbedingungen zu arbeiten, an den Rahmenbedingungen innerhalb dessen, was die DFG tut. Also wissenschaftsgeleitet, ohne thematische Vorgaben, Forschung zu fördern. Solche Rahmenbedingungen funktionieren immer dann am besten, wenn es auf der anderen Seite, also in den Partnerländern, auch Förderstrukturen, Förderorganisationen gibt. Und alle unsere Aktivitäten, die ich Ihnen gerne kurz vorstelle, zielen darauf ab, zu erproben, wie man mit bestimmten Ländern, mit bestimmten Regionen am besten zusammenarbeiten kann und am liebsten natürlich so, dass auch von dort eine Eigenbeteiligung kommt, wohl wissend, dass, Frau Wanke hat es gerade schon gesagt, die DFG ist relativ reich. Ich sage es gerne nochmal, das hat natürlich gute Gründe, dass sie uns so viel Geld geben und auf der afrikanischen Seite ist nicht immer ganz so viel Geld da. Also wie kann man das trotzdem auf Augenhöhe bewerkstelligen? Ich nenne sagen wir fünf ganz kurz Initiativen, die wir, um solche Rahmenbedingungen auszutesten, ausgewählt haben. Seit fast 10 Jahren haben wir eine Infektiologie-Initiative, in der wir afrikanischen und deutschen Wissenschaftlern gemeinsam Projekte finanzieren, gemeinsam auch den Afrikanern also in der Infektiologie. Wir haben mit TWAS, daher kenne ich auch Roman Morenzi so gut, schon seit ein paar Jahren eine Art Stipendienprogramm. Wir lassen von TWAS exzellenzbasiert junge Leute aussuchen, die wir dann für bis zu zwei Monate nach Deutschland in Labors holen, um eine Brücke zu bauen in den Postdoc-Bereich nach Afrika. Wir sind auch von AIIMS begeistert und haben deswegen eine DFG-AIIMS-Initiative gestartet letztes Jahr, zu der wir jetzt gerade im Senegal bei dem Next-Einstein-Forum Mathematikerinnen und Mathematiker aus Deutschland und Afrika zusammengebracht haben, um Themengebiete zu identifizieren. Es wird 5 Folgekonferenzen zu diesen 5 Themengebieten geben, wo dann also die DFG bereit ist, exzellenzbasiert Projekte auch zu fördern, die sich in diesen 5 Konferenzen als interessant für die deutsche wie auch die afrikanische Seite herausstellen. Und schließlich noch ganz wichtig, Rahmenbedingungen. Ich sagte schon, wir brauchen Partnerstrukturen in den Ländern. Wir unterstützen auch im Rahmen des sogenannten Global Research Councils, das ist ein Verbund von DFG-ähnlichen Organisationen weltweit, den Aufbau afrikanischer Förderorganisationen. Wir hatten gerade vor 2 Wochen in Königswinter 14 solche Organisationen bei uns, mit denen wir eine Woche lang diskutiert haben, wie sollte eine Forschungsförderorganisation funktionieren, wie kann sie funktionieren, wie können wir gemeinsam hier Kapazitäten entwickeln. Und gemeinsam heißt, da war nicht nur Deutschland dann beteiligt, wir hatten Kanada, USA, Japan, Frankreich, die Schweiz, die Europäische Union mit dabei, um denen gemeinsam, also nicht deutsche Interessen, sondern in deren Interesse beim Aufbau zu helfen. Das alles machen wir, wie gesagt, um die Rahmenbedingungen zur Projektförderung zu gestalten. Wenn es dann in die Projektförderung geht, haben wir kein extra Geld dafür zur Seite gestellt, sondern alle unsere Projektförderung, immer wenn wir international arbeiten, muss im nationalen Wettbewerb bestehen. Das klingt am Anfang brutal. Auf die Dauer ist das sehr sinnvoll, weil auf diese Weise natürlich auch in diesen Ländern die bestehende Qualität weiter gefördert wird. Ein Wettbewerb ist qualitätssteigernd, weshalb ich mit einem letzten Satz schließen möchte. Und wir würden uns wünschen für Afrika einen panafrikanischen Forschungsförderraum für die Grundlagenforschung, für den man nicht viel Geld bräuchte, für den man solche Organisationen aber nutzen könnte, die gerade entstehen, die in Afrika helfen würden,
im Wettbewerb zu gestalten und dort auch die Grundlagenforschung zu stärken, die jedes System natürlich braucht, um auch den Nachwuchs hervorzubringen, um nachher angewandte Forschung betreiben zu können. Herzlichen Dank, Herr Schneider. Sie haben ja jetzt schon die Zusammenarbeit angesprochen und andere mit TWAS. Können Sie vielleicht noch mal was zur Bedeutung von Synergien sagen, auch bei dem, was Ihnen als Modell vorschwebt? Und vielleicht eine zweite kurze Nachfrage. Sind denn die Arbeitsbedingungen in den afrikanischen Ländern, aus denen die Geförderten von Ihnen Geförderten stammen, attraktiv genug, damit die Geförderten auch wieder dorthin zurückgehen, in die Wirtschaft, in die Wissenschaft? Haben Sie da Erfahrungen, von denen Sie berichten können? Ja, also zunächst mal, unser Hauptaugenmerk liegt ja auf der Projektförderung zwischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in Deutschland und in den afrikanischen Ländern. Und da wird die Forschung in den afrikanischen Ländern stattfinden, nicht hier. Also da geht niemand zurück. Natürlich werden Doktoranden ausgetauscht. Und wir stellen fest, dass es vielleicht eher noch vereinzelt, aber ganz viele sehr gute wissenschaftliche Zentren in Afrika gibt. Wir sehen natürlich das Problem, wenn wir uns mit unserer Förderung zurückziehen, aber das wurde hier schon mehrfach gesagt, tun sich Löcher auf, in die dann die gerade die jungen Leute fallen. Also hier fehlt es an Nachhaltigkeit. Das ist auch ganz schwer für die DFG, dafür zu sorgen. Wir überlegen uns auch gemeinsam mit den anderen Organisationen, aber auch mit Organisationen, die vor Ort entstehen, wie man damit umgehen kann. Die jungen Leute, die zu uns über die TWAS-Stipendien kommen, gehen alle wieder zurück. Die kommen typischerweise aus ausgezeichneten Forschungszentren dort, bringen Kontakte mit. Wir haben eine Umfrage unter etwa 100 Gastgebern gemacht. 80% von denen waren begeistert bis sehr angetan von den jungen Leuten, die kamen und wollen in Zukunft auch mit denen zusammenarbeiten. Mit denen zusammenarbeiten heißt die jungen Leute in Afrika und die Partner hier in Deutschland. Also ich denke, viele gehen zurück und haben dort auch die Möglichkeit zu arbeiten. Herzlichen Dank, Herr Schneider. Jetzt wurde das TWAS angesprochen und wir freuen uns sehr, dass Professor Morenzi heute bei uns ist, noch in seiner Funktion als Exekutivdirektor bei TWAS. Aber ich darf das sagen, Sie sind seit heute in einer neuen Funktion, nämlich als Direktor der Division of Science Policy and Capacity Building bei der UNESCO. Ganz herzlichen Glückwunsch zu dieser neuen Aufgabe, heute begonnen, aber wie gesagt heute im Panel wegen TWAS und wir freuen uns auf Ihr Statement. Honorable Minister, Professor Joanna Wanka, I thank you for this invitation here. If you look at the continent, as you said, 16% of the world population is in Africa. Africa has 16% of the arable land, the land you can grow food in the world. 60% is on the continent of Africa. Africa is full of natural resources. But still, you have poverty on the continent. But this really comes from low capacity in education, research, and science. If you look at the model for economic growth at long term, people really discuss for long term, how can you have a long term economic growth, sustained growth? As you all know, the work of Robert Solow in 1909-49 analyzed the U.S. economy and showed that from that period, 90%, close to 90% of the growth from the economy of the U.S. came from scientific progress, science technology progress, and only 10% come from land and labor. So you realize, actually, the U.S. is what it is now because of that continued progress, and Germany is what it is now because of the scientific progress. And everybody actually look at Germany in general in terms of science and technology excellence. So throughout the OECD in particular, you have some kind of long-term research culture and science culture. And that's something that is very important. And during also the presentation, the minister spoke the issue of our freedom. Freedom is important for innovation. So this is something that are long-term but are very important. So low capacity in education and research on the continent
If you look at the just published report, UNESCO Science Report 2015, UNESCO published the Science Report every 5 years. And from there you can see that 6%, only 2.6% of peer-reviewed papers were published during that period, from 10 to 15 during that period from Africa. And then Africa has 2.4% of the world number of scientists. And that's very scary. But also, if you look at the map, or you look at the tertiary education on the continent, but not only on the continent only, but in general, in the least developed countries, in some other countries that we call science technology lagging behind, you have only 10% of the teachers at the university level have a PhD. This means that the tertiary education in the developing world, in many countries, it's actually some kind of improved secondary schools. So you realize that the tertiary education at universities cannot really produce the job, the skills for today's and tomorrow's job market. So that's why investment in this area of science and research is very, very central. If you look at the current map of science at the global level, you have the OECD countries, Europe, the US, Canada, including Japan, South Korea, and other. And then you have the emerging economies, China, India, Brazil, South Africa. There are between 10 and 15 countries that we could say in science are doing very well. And those countries, they have around 75% of all the publications from the global south. If you take these 15 countries, you take the countries that are in the south, in the developing world in general, these countries have most of the scientific production. And you have the other ones that are left behind in science, that include Africa, and in particular, sub-Saharan Africa. So what TWAS has been doing, TWAS started as the Third World Academy of Sciences, established in Trieste by Abdus Salam in 1983. It has 33 years now. TWAS works really as a voice for science in the South. And how do you build scientific capacity? Science should not be done just for science's sake. Such science should be done for the science for the society, as also mentioned by the minister. So the issue of a PhD level professor in the South, in particular in sub-Saharan Africa, is very critical. If Germany has to help, that's one area where I think the help is very, very needed. What TWAS has been able to do over the last several years is to link with these countries in the South that have done very well, South Africa, China, India, Brazil, Turkey, and other. This country, we have what we call South-South Fellowship Program, where we select scientists, they can compete, and then to go in these countries and do PhD. We have reached now, by the end of the year, we will reach 1,000 people who are doing their PhD on site, but we have around 500-600 scholarship per year on PhD. So that is good. Is growing. But what we look for the North-South cooperation in general is a cooperation that may reduce also brain drain. I think mobility is very important. Somebody who's already a teacher in a university in Africa or in the developing world, let's say in this case in Africa, how can you help him to build his or her own capacity? So the DFG program, the program we have with DFG is very important. So we work with Sub-Saharan Africa for 10 scholarships for a postdoc. They are selected very competitively, and they come in the universities here, and they spend 3 months, and they return back. And the results are just wonderful. But what we could do is to do a map of the universities in Africa in per country, for example, and see how we can have these scientists who are teaching there
competitively find opportunity to link them with their counter, some counterpart in Germany and in the OECD in general. We have already, I think, done 133, but I think if that number grows, that will help a lot. So we think also helping the science governance is very central. This is why Professor Hacker is here with the NASAC, the Network of African Academy of Sciences. I think that building the Academy of Sciences in country, which are the civil society of countries, is very important. Helping the Research Council to have a competitive way of selecting scientists and giving funding competitively for research, it's very important. That's what the DFC has done with the conference that they just finished a few days ago. And I think in that area is very, very important. So I would like just to summarize saying that Germany is a key partner for Africa in science. At the global world is respected. Everybody respects German science. So we would like to see if Africa can have that opportunity actually to link with Germany. The minister spoke about long-term and short-term. In short-term, for example, things related to building scientific capacity, PhD and mobility is very, very important. But in long-term also, building centers such as the one that was just presented at the beginning, science centers will be very, very important. I would like to stop here. Thank you. Yeah. Herzlichen Dank, Professor Morenzi, auch dafür, dass Sie Ihre reichhaltige Erfahrung ja auch als Wissenschaftspolitiker hier mit eingebracht haben. Und Herr Hacker wurde ja schon angesprochen, Sie haben ja nachher sicherlich auch nochmal Gelegenheit auszuführen, wie diese Kooperation speziell dann aussieht. Angesichts der fortgeschrittenen Zeit würde ich jetzt abschließend gerne noch Frau Nagels bitten, von der GIZ ein kurzes Statement uns zu geben, damit wir vielleicht noch zwei, drei Fragen wenigstens aus dem Publikum zulassen können vor der Pause. Frau Nagels, bitte. Ja, sehr herzlichen Dank, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Frau Ministerin, sehr geehrter Herr Staatssekretär. Die GIZ hat bis heute im Auftrag der Bundesregierung ca. 130 Vorhaben im Bereich von Hochschul- und Wissenschaftskooperation mit 70 deutschen und mehr als 220 internationalen Partnern umgesetzt. Wir nehmen in den vergangenen Jahren eine steigende Tendenz wahr, weil wir sehen, dass es insbesondere aus einzelnen Sektoren und den entsprechenden Sektorstrategien, also sei es der Ausbau erneuerbarer Energien, sei es die Verbesserung von Transport und Logistik, sei es eben die Themen rund um Ernährungswirtschaft und Gesundheit, steigende Bedarfe gibt, da auch unmittelbar schon mit Hochschul- und Wissenschaftskonzepten gleichzeitig einzusteigen als Teil eben einer Förderstrategie in einem Sektor. Ich möchte Ihnen nur ganz kurz drei Beispiele für unsere Arbeit derzeit geben, bevor ich auf die Gelingensbedingungen eingehe. Eins natürlich der hervorstechenden Beispiele, in dem das BMBF und das BMZ auch gemeinsam engagiert sind, ist die Panafrikanische Universität. Hier setzen wir im Auftrag des BMZ sowohl die Unterstützungskomponente für den Hub sozusagen in Äthiopien um, als auch sind der als deutsche Schlüsselpartner bei der Pan-African University of beim Pan-African University Institute of Water and Energy in Algerien. Hervorstechend dabei, und das ist auch eben eins der Gelingensmerkmale, ist das starke Engagement der Afrikanischen Union und das Konzept dieses Vorhabens auf der Basis des Wissenschaftskonzepts eben der Afrikanischen Union. Ein weiteres Vorhaben, auch hier nur beispielhaft angeführt, sind die ESTER Klinik- und Hochschulpartnerschaften, bei denen die GIZ seit 2007 die Sekretariatsfunktion in einem internationalen Konsortium sozusagen verschiedenster Länder übernommen hat.
Das bewegt sich eben im Bereich der Gesundheit und unterstützt die verschiedensten Partnerschaften, sowohl Nord-Süd zwischen deutschen und afrikanischen Partnern, beispielsweise in Äthiopien zum Thema Prävention, Behandlung, Gebärmutterhalskrebs oder auch in Äthiopien das Thema Mutter-Kind-Gesundheit, in Ghana das Management von HIV-positiven Patienten etc. etc. Also es ist eine ganze große Latte an Partnerschaften, die daraus bereits gefördert wurden, aber auch die Möglichkeit von Süd-Süd-Partnerschaften inkluieren, auf die Sie ja eben auch abgehoben haben. Also die Möglichkeit, einmal Entwickeltes zwischen deutschen und afrikanischen Partnern dann auch in weitere afrikanische Länder weiterzugeben. Und dann, das hatte Frau Ministerin Wanka schon erwähnt, freuen wir uns nun natürlich sehr auf die Umsetzung der Forschungsnetzwerke für Gesundheitsinnovation in Subsahara-Afrika, die wir gemeinsam mit dem Projektträger DLR umsetzen werden. Wir in der Verantwortung der Betreuung sozusagen und des Monitorings der Aktivitäten in Afrika und der Projektträger DLR mit der Verantwortung in Deutschland. Beispiele für die schon erwähnten Vorhaben im Kontext von Sektorstrategien wäre die kürzlich aufgenommene Partnerschaft mit dem Senegal zum Thema der erneuerbaren Energien oder in Namibia die Zusammenarbeit mit Universitäten im Bereich des Bauingenieurswesens. Wenn wir auf unsere Erfahrungen gucken und daraus versuchen, Gelingensbedingungen abzuleiten und auch über Best Practices reflektieren, dann nehmen wir wahr, also das eine Schlüsselwort wurde schon mehrfach genannt und ist ja Gegenstand des nächsten Panels auch das Thema der Nachhaltigkeit. Das andere Thema ist die Passgenauigkeit. Also wie gut passt ein Projektansatz eigentlich auf das, was die Partner realisieren wollen, also beide Partner auf beiden Seiten realisieren wollen, wie gut passt sich das in eine institutionelle Landschaft ein, wie gut passt sich das in ein nationales in eine Wissenschaftsstrategie oder ein nationales Diskussionsklima ein. Und wenn man dann eben über Passgenauigkeit spricht, dann ist es wiederum schwierig zu sagen, wir haben dafür Blaupausen. Aber natürlich landet man dann bei sowas, wie die Frau Pieper sagt, nämlich bei den Parametern. Und mir wäre es wichtig, da nochmal auf 3, 4 einzugehen. Also insgesamt würden wir sagen, das ganze Thema von Zielklarheit und Ownership, das ist halt absolut elementar. Und was heißt denn Zielklarheit im Bereich der Wissenschaftskooperation? Wenn wir in die deutsche Forschungs- und Wissenschaftslandschaft gucken, würden wir wahrscheinlich zu anderen übergeordneten Zielen kommen, als es viele unserer Partner auf nationaler oder auch auf Hochschulebene in den afrikanischen Staaten sehen. Also geht es um Forschungsexzellenz in erster Linie oder geht es um den Ausbau von praxisorientierter Forschung, von Wissenstransfer, auch um die Beratung von politischen Entscheidungsträgern. Hier nehmen wir einen ganz hohen Bedarf auf Seiten der Partnerregierungen wahr. Ein weiterer sehr hoher Bedarf ist auch das Thema der berufsbildbezogenen Ausbildung. Und zwar sowohl der Verbesserung von Qualität als auch von Quantität. Überhaupt des Zugangs zu postsekundärer Bildung, wo ein ganz starker Drive ist auf Seiten unserer Partnerregierung. Und das muss man schon vereinbaren. Also wenn wir von Wissenschaftskooperation reden, dann haben manchmal vielleicht eben auch deutsche Hochschulen oder deutsche Institutionen zunächst einmal andere Interessen, als es möglicherweise afrikanische Partner haben. Dafür ist es sehr wichtig, dass man das von Anfang an sehr gut verhandelt. Das ganze Thema der Partnerschaften ist aus vielen Gründen der Nachhaltigkeit wichtig, aus den Gründen der Diversifizierung der Finanzierung, aber auch aus Gründen, dass wir es eben oftmals weder quantitativ noch qualitativ mit der notwendigen Mindestausstattung an den Hochschulen und Partnerorganisationen zu tun haben. Da können Verbundslösungen helfen. Es können aber eben auch sehr gut die Partnerschaften mit der Wirtschaft, mit einzelnen Unternehmen, mit Verbänden, auch mit Zivilgesellschaft wirken. Was ganz wichtig ist wiederum, ist auch da die Regierung jeweils an Bord zu haben, kommunale oder nationale, weil sie oft in erster Linie also auch direkte Budgets vergeben für bestimmte Universitäten und sich da natürlich dann auch ein Projekt einbetten muss in nationale Wissenschafts- und Förderstrategien. Wenn wir über das ganze Thema der Mindestausstattung, sozusagen der kritischen Mindestausstattung reden, dann sieht man auch gleich, dass es halt aus unserer Sicht wichtig ist, ein Uni-Ökosystem sozusagen zu adressieren und nicht nur den einen Lehrstuhl oder das eine Institut.
Was wir damit meinen, ist, dass man also zum Beispiel in Sachen Wissenstransfer, dass man da sehr stark auf Start-ups setzen kann oder dass es bewiesen hat, dass eben die Ausgründung von Firmen aus dem Universitätsleben wiederum dazu beiträgt, dass Wissenschaft in die Wirtschaft getragen wird und andersherum aber auch, dass Impulse für anwendungsbezogene Forschung in die Universitäten zurückfliegen. Und es trägt dazu bei, dass man das Personal entsprechend ausbauen kann. Schließlich und endlich das ganze Thema des Mehrebenenansatzes. Natürlich sind wir als Staat, also als Umsetzungsorganisation staatlicher, technischer und internationaler Zusammenarbeit diesem Mehrebenenansatz sehr verpflichtet. Was meinen wir damit? Dass wir denken, dass dieses ganze Thema der Nachhaltigkeit dann bedeutungsvoll adressiert werden kann, wenn wir versuchen, gleichzeitig auf das Thema von nationaler Strategie, auf das Thema von nationaler Governance inklusive der Akkreditierungsmechanismen und Qualitätssicherungsmechanismen und dann auf die institutionelle Governance in Hochschulen, in Akademien etc. eingehen und auf der Mikroebene die notwendigen Impulse für die Qualität von Lehre etc. geben. Das heißt eben, Capacity Development, der Aufbau von Kapazitäten, ist nicht nur ein individueller, sondern er umfasst auch Organisationen und gesamte Rahmenwerke. Die Herausforderung hebe ich mir vielleicht für Ihre Nachfrage auf, angesichts der Zeit, oder soll ich darauf noch eingehen? Ja, Frau Nagels, herzlichen Dank. Vielleicht eine tatsächlich kurze Nachfrage. Sie haben die Passgenauigkeit angesprochen, aber auch die Nachhaltigkeit. Können Sie vielleicht in ganz wenigen Sätzen noch sagen, wie Sie denn die Nachhaltigkeit messen können und wie die Ergebnisse sind? Sind die zufriedenstellend, wenn Sie sich diesen Bereich anschauen, der jetzt ja mehrmals nicht nur von Ihnen genannt wurde? Und ich darf an der Stelle die Ministerin verabschieden, die sich Zeit genommen hat, auch hier zu bleiben. Herzlichen Dank, liebe Frau Wanka. Schön, dass Sie dabei waren. Ja, kritisch für das Thema Nachhaltigkeit ist, das ist ja auch schon angesprochen worden, also ist schon das ganze Thema der Finanzierung und auch die Übernahme sozusagen von Eigenbeiträgen, Finanzierungsbeiträgen und anderen durch die afrikanischen Partner. Hier haben wir eben gesehen, in dem Moment, wo es uns gelingt, Vorhaben so aufzusetzen, dass sie in eine nationale Strategie passen, dass es uns dann auch gelingt, die notwendigen nationalen Mittel zu hebeln, die dafür notwendig sind, auch sozusagen nicht nur das aufnehmende Umfeld zu sichern, sondern auch die Nachhaltigkeit darüber hinaus. Natürlich ist personelle, also die Nachhaltigkeit auf der Personenebene auch eine ganz wichtige, wo wir ja mit vielen Organisationen dran arbeiten, dass es immer ein ausreichendes Grundgerüst kompetenter, exzellenter Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und Hochschullehrer und Hochschullehrerinnen gibt. Die Finanzierungsdiversifizierung hat auf jeden Fall auch eine nationale Komponente, weil es auch darum geht, also wie viel wird an Forschungsincentives sozusagen durch Staaten bereitgestellt, wie viel kommt auch aus der Unternehmerschaft, wie viel sind Unternehmen bereit zu investieren in das ganze Thema. Und auch da wiederum, je näher man da am Puls der Zeit ist und je besser man von Anfang an gute Wirtschaftspartner integriert, umso größer die Wahrscheinlichkeit für eine ordentliche, also für Fortdauern auch der Kooperation und weitere Entwicklung der Arbeit nach unserem Projektende. Und schließlich, es wurde ja auch angesprochen, von Anfang an muss man Themen, also eine Exit-Strategie sozusagen ins Vorhaben einbetten. Und wir haben da so einen Begriff, der nennt sich Doppelhelix des Lernens. Und was wir damit meinen ist, dass es halt nicht nur darum geht, sozusagen fertige Produkte zu übergeben und fertige Studien zu übergeben, sondern dass das Ganze darum herum, das ganze organisationale Wissen eigentlich in die Partner-DNA einfließen muss. Und das halten wir halt für ganz essentiell. Ja, herzlichen Dank, Frau Nagels. So, jetzt will ich mein Versprechen einlösen und Ihnen auch noch die Möglichkeit geben, wenigstens für ein paar wenige Nachfragen. Vielleicht können wir auch Dr. Sedogo nochmal einbeziehen in die Fragerunde. Jetzt habe ich hier hinten, wenn Sie vielleicht kurz Ihren Namen sagen und Ihre kurze Frage stellen. Und dann, ja, am Saalmikrofon. Müsste rot leuchten, drücken Sie nochmal. Also ich mache.
Mein Name ist Apel von der, vom EIR Verlag in Wiesbaden. Was mich interessieren würde, ich habe jetzt nichts vernehmen können zum Komplex Raumfahrt und raumfahrttechnologische Forschung. Es ist ja so, dass beim Thema der Nachhaltigkeit ganz wesentliche Erkenntnisse über Zustand der Wälder, der Wasserressourcen, andere Ressourcen, der Meeresressourcen, geografische Veränderungen und so weiter, klimatische zweifellos Stürme und so weiter, dass ganz wesentliche Erkenntnisse in der Zukunft geliefert werden durch die satellitengestützte Forschung. Ich frage deswegen auch, weil es ja eine gesamtafrikanische Raumfahrtagentur gibt, glaube ich, in Addis Abeba ihren Sitz hat, und ob es da Kooperationen gibt oder ob die Diskussion darüber schon in Gang gekommen ist. Herzlichen Dank. Dann nehmen wir noch Ihre Frage dazu. Dankeschön. Mein Name ist Heino Fock, Thünen-Institut für Seefischerei in Hamburg. Und meine Frage wäre auch in eine ähnliche Richtung, wo der Themenbereich der aquatischen Ressourcen abgedeckt ist. Wir haben einen sehr tollen Vortrag von Professor Sedogo gehört über Waskal, was aber dann tatsächlich doch den Schwerpunkt auf die Landnutzung hat. Und gerade vor dem Hintergrund der Ernährungssicherung und des Klimawandels sind die küstennahen Meeresressourcen auch doch von hoher Bedeutung und besonders in der Proteinversorgung. Und meine Frage eben, wo ist das jetzt in diesem Konzept mit untergebracht? Danke. Herzlichen Dank, Herr Vogt. Ich glaube, beide Fragen kann nachher Herr Dr. Sedogo beantworten. Und eine letzte, dritte Frage bitte von Ihnen vorne. Ja, mein Name ist Kai Pfaffenberger von dem Center for Business and Technology in Afrika, Fachhochschule Flensburg. Wir haben, glaube ich, auch das German-Namibian Center for Logistics. Und meine Frage geht dahin, es war ja herausgestellt, dass man doch einen längeren Zeitpunkt braucht für die Exit-Strategie als die meisten 4 Jahre, die Projekte finanziert werden. Also inwieweit auch in Zukunft Überlegungen bestehen, Projekte eben für zum Beispiel die angesprochenen 8 Jahre zu finanzieren oder zumindest eine nachhaltige Finanzierung dann in Aussicht zu stellen. An wen richtet sich die Frage konkret? Konkret an die anwesenden DAD, GEZ, die solche Projekte. Okay, vielleicht einigen Sie sich, dass einer antwortet von Ihnen beiden. Ich würde zunächst Herrn Dr. Sedogo das Wort geben, dann wollte Herr Schneider noch kurz was zu Herrn Vogt sagen und dann die letzte Frage bitte dann beantwortet durch DAD oder GEZ. Danke. Yes, thank you so much for this interest. I mentioned about the research which is done in Waskal, and I was mentioning about the issue of information and data, how much it is very important. And of course, spatial data and space research information is very critical for Waskal. And today, we are linking with the European Space Agency because in our data center in Ouagadougou, what is foreseen is that we are now installing a number of receiving stations to be able to get all information from satellite data so that we can now do a number of land use analysis to provide the necessary information. So land use, satellite data, meteorological data and so on, but also combining with ground truth, because now we are trying to close this data gap in West Africa, trying first of all to bring to life the historical data that we have on analogical format in papers and so on. In many countries it's like this. Now with the help of the students, what we are trying to do with the Association of African Meteorology is now to digitize all this information. But later on, we combine all this information with ground truthing because we are installing also a number of terrestrial stations and so on in different countries, and we combine it with the satellite data to be able to focus on all West African information. The other aspect is about, yes, ocean and fishery resources. Yes, Waskal, first of all, we have targeted
the issue of land use because we wanted to link climate change and population. For the time being, we have a number of clusters addressing the issue of how climate can be modeled in West Africa and what are the impact on a number of issues like water resources, forestry resources and ecosystem services, agricultural land use, economics, and also the issue of how to educate people in the issue of transferring the information and translating it into a sound policy. And now, what will be the combined effect on land use? But we today, because we are now designing a new phase of WASCAL, and we are discussing, because I told you about this kind of solution-oriented and demand-driven aspect, and by the 2017, we will come up with a new research agenda. And in a number of countries, coastal countries, in fact, they have addressed this issue of marine resources and so on, sea issues. So these are things that we are going now to discuss and try to see how we are going to address it in our new research agenda. Also, the issue of how do the ocean impact on climate changes, this, because we are just in studying the interaction between land and atmosphere. The issue of ocean aspect was not yet well addressed, but it will be part of our next agenda. And the issue of health also will be certainly discussed during our next research agenda. Thank you very much, Dr. Sidogo. Und dann kurz Herr Schneider und dann noch Herr Professor Morenzi anschließen. Ja, herzlichen Dank, Herr Vogt. Ich wollte nur anekdotisch zeigen, anhand Ihrer Frage und einer Antwort darauf, wie auf der Projektebene die verschiedenen Dimensionen und auch Organisationen zusammenspielen. Da gibt ein Leibniz-Institut für marine Truppenökologie in Bremen. Die arbeiten eng zusammen mit Professor Fall, der hier gerade schon als Ames-Stiftungsprofessor der Bundesregierung genannt wurde, im Senegal, die innerhalb und außerhalb eines größeren DFG-Projektes über Fischereiwesen im Senegal arbeiten, dort bis hin zur Beratung der Fischereiwirtschaft gehen, also ganz eng zusammengreifen, verschiedene Aktivitäten, die genau in die Richtung Ihrer Frage gehen. Und da würde man ganz viele noch finden, wenn man danach sucht. Danke, Herr Schneider. Herr Professor Morenzi, bitte. Thank you very much. The question, two questions are very important, the issue of aerospace and the issue of sea-based research. If you look at the continent, globally at the continent, there is a few capacity, few knowledge to deal with the marine science. You look at the coastal countries, all of them, that component is very, very low. Most countries don't know what's happening at more than 100 kilometers from the coast. This means that you will see ships from even Asia coming to fish in that region. And that has a very important consequences in the actually cheap protein for coastal people on the continent. That also has any consequences in the bushmeat. So somebody said that if you see some gorilla meat somewhere, you can actually trace it to the fact that there are problems at the coastal level. So because all these, the coastal level, you can't have access to the fish, and then that has some consequences in that. So these are things that have to be considered. Building capacity in marine science at the coastal countries on the continent can be very important, and then working with the African Union, I think, is very important. In terms of aerospace in general, people would think that why is space science very important? It is very important in the sense that it allows to be able to do monitoring, for example. If you give you an example of the Virunga Park that shared by Rwanda, Congo, and Uganda, where there are only around 600 mountain gorillas and a lot of biodiversity there. So how do you do conservation there?
Doing remote sensing and GIS allows to know what's happening in terms of encroachment. This is very essential. But also, if you look at the Albertine Rift going from southern Sudan to all the way to Burundi, that strip, eastern Congo, western Rwanda, that strip going is called Albertine Rift. If you look at it, it has 50% of the mammals of Africa and continental birds. So by just doing remote sensing, by space science, can help to do conservation. And this is very important for the environment. Another example, if you were in Rwanda and you were at the Virunga Mountain, that same place, it is at the divide of the two type of waters, the Congo Basin water going to Atlantic and the Nile Basin water. So just by doing analyzing data on that in that area is very important. I know the government of Rwanda is working with MIT in establishing a center for climate change in that region. So that shows you how actually space science, related science, is not just for the wealthy country. It's very important for poverty reduction and other issues that for sustainability that we discussed here today. And I think Germany can help a lot in this area. Yes, thank you, Professor Morenzi. Dann bitte abschließend, Frau Pieper übernimmt die Verantwortung der letzten Frage. Ja, vielen Dank. Die Frage ist sehr berechtigt und auch unsere Erfahrung ist es, dass man eigentlich mit 4 Jahren Förderung nicht hinkommt, sondern einen längeren Zeitraum für große Projekte, die also nachhaltige Strukturen schaffen sollen, auch ins Auge fassen muss und eigentlich von Anfang an auch so anlegen muss. Das haben wir also bei den Fachzentren Afrika getan, das tun wir auch bei anderen dieser Projekte. Die ersten 4 Jahre dienen eigentlich hauptsächlich dem Aufbau. Und dann müssen solche Projekte ja eine gewisse Strahlkraft entfalten, die müssen bekannt werden, um eben auch dann bei den nationalen Stakeholdern entsprechend in eine weitere Förderung zu münden und andere Möglichkeiten der Finanzierung dann auch zu bekommen. Dafür braucht man einfach mehr als 4 Jahre, das ist völlig richtig. Ja, ganz herzlichen Dank. Damit sind wir am Ende dieses ersten Panels. Nicht ganz in der Zeit, aber ich glaube, es war sehr spannend. Ich hoffe, Sie haben auch einiges mitgenommen, auch vielleicht Ideen für Kooperationsprojekte. Ich darf ganz herzlich danken Ihnen, Frau Albrecht, Frau Nagels, Frau Pieper, Herr Schneider, Dr. Sedogo, Professor Morenzi für diese sehr gute Diskussion. Wir machen jetzt 10 Minuten Pause, einfach nur kurz aufstehen, vielleicht was zu trinken holen und würden dann um 3 Uhr weitermachen. Herzlichen Dank. So spannend die Gespräche bilateral sind, unsere Zeit rennt davon und wir haben weitere wichtige Fragen und interessante Gesprächspartner. Sie haben es im Programm gesehen, der erste Schritt war ja die Frage nach Best Practice Beispielen und da ist, glaube ich, gerade in der Diskussion und in den Beiträgen deutlich geworden, wir haben ein breites Feld an unterschiedlichen Ansätzen mit unterschiedlichen Themen und spannende Projekte. Aber noch wichtiger, das schien auch auf, ist ja die Frage, wie kann man denn in all diese gut gemeinten Ansätze auch wirklich eine Nachhaltigkeit hineinbekommen, in dem Sinne, dass es wirklich gut weitergeht, auch nach der ersten Projektphase. Wie können wir Kohärenz sichern in all den vielen Ansätzen, die wir allein jetzt von den Regierungsseite und unterschiedlichen deutschen Organisationen gehört haben, wie können wir, das möchte ich unbedingt ergänzen, auch Exzellenz sichern, denn wir reden hier über Wissenschaftskooperation, die aus meiner festen Überzeugung ganz wichtigen Beitrag leistet zu wirtschaftlicher Zusammenarbeit und Entwicklung, aber die doch bitteschön vorrangig und an erster Stelle Wissenschaft ist und von daher auch Exzellenz immer als Kriterium haben soll. Und natürlich, wir säßen ja nicht im Bundestag, wir werden uns jetzt merken, im Tempel der Demokratie, so einen schönen Begriff, vergessen wir so schnell nicht. Jedenfalls, wir säßen hier nicht im Bundestag, wenn die letzte Frage nicht wäre, was kann und soll Politik weiter tun. Auch diesmal haben wir einen Impulsgeber und danach mehrere Gesprächspartner und ohne lange Vorrede freue ich mich, dass ich Herrn Dr. Schütte begrüßen kann, Staatssekretär im Bundesministerium für Bildung und Forschung mit dem Hauptsitz und Arbeitsplatz Bonn, das muss ich mal ganz besonders erwähnen. Und ich bitte ihn,
um seinen Impuls. Herr Schütte, bitte schön. Vielen Dank, liebe Frau Lücking-Michel, vielen Dank auch für die Einführung. Ich freue mich immer, wenn wir uns in Bonn sehen und wenn es dann in Berlin auch mal klappt, umso besser. Es ist schön, hier zu sein und ich danke Ihnen für die Chance, Sie noch mal einzustimmen. Und ich würde das tun, indem ich in gewisser Weise versuche, eine Brücke zu bilden von der ersten Diskussionsrunde, die wir heute hatten, hin zu dem, was wir jetzt diskutieren wollen, nämlich Nachhaltigkeit, Transfer und Kohärenz. Ich durfte vor wenigen Wochen am Next Einstein Forum in Dakar im Senegal teilnehmen und habe da die Ambition gesehen, die artikuliert wurde. Der nächste Einstein oder die nächste Einstein solle aus Afrika kommen. Das heißt, die Exzellenzorientierung war da sehr klar zum Ausdruck gebracht. Wenn ich einmal etwas mehr als 10 Jahre zurückschaue, um die Jahrtausendwende herum, hat der Internationale Dachverband der Akademien der Wissenschaft eine Stellungnahme veröffentlicht zur Forschungszusammenarbeit in und mit Ländern mit weniger weit entwickelten akademischen Systemen. Und die Anforderung, die damals sehr klar zum Ausdruck gebracht wurde, war als erstes nationale Strategien für Wissenschaftsentwicklung überhaupt zu formulieren. Wenn wir also über Gelingensbedingungen sprechen, und das ist der erste Aspekt, den ich da nennen möchte. Wann funktioniert Kooperation? Unter anderem auch dann, wenn in den Ländern, mit denen wir kooperieren, es einen Rahmen gibt, in dem sich Wissenschaft, Forschung, Bildung und Innovation dann auch entfalten. Also eine Einbettung in nationale Strategien der Wissenschaftsentwicklung ist wichtig und notwendig. Und es ist sehr erfreulich zu sehen, wie in zahlreichen auch afrikanischen Ländern es inzwischen solche Strategien gibt. Eine Einbettung in diese Strategien sorgt dafür, dass man den entsprechenden politischen Rahmen hat. Und damit bin ich gleich beim zweiten Punkt, der von den Diskutanten in der ersten Runde heute ja auch mehrfach genannt wurde. Man möge sich doch gleich zu Beginn auf Augenhöhe darüber verständigen, was man denn erwartet. Wir tun das und haben das getan, beispielsweise im Bundesministerium für Bildung und Forschung, als wir die Zentren zur Klimaforschung und Landnutzung aufgebaut haben. Wir haben es da getan, indem wir von Beginn an auch den politischen Dialog genutzt haben. Das, was wir eben gehört haben, der Dialog auf der Ebene der Wissenschaft, ist eine notwendige Bedingung. Eine zweite ist dies auch, wenn möglich und wenn die Kontexte gegeben sind, dies in einen politischen Kontext einzuordnen. Hier aber, und da greife ich eine Anmerkung von Frau Nagels auf, Zielgenauigkeit, sich darüber zu verständigen und klar zu werden, worüber man redet, ist notwendig und nicht trivial. Ich sage Ihnen ein anekdotisches Beispiel aus der jetzt ganz jungen Vergangenheit. In Zusammenarbeit mit einem der Maghreb-Länder beginnen wir darüber zu diskutieren, eine binationale Universität aufzubauen. Und die Kollegen aus dem Land waren an der Technischen Universität München und kommen heim und sagen, wir wollen das jetzt auch bei uns, ich kann das ja auch sagen, in Tunesien aufbauen. So etwas wie die Technische Universität München. Wir müssen uns darüber klar werden, ob wir einen solchen Anspruch erfüllen können und ob wir in der Tat diese Art der Kooperation dann auch weiterführen wollen, wenn sie von uns eingefordert wird, oder ob wir nicht nochmal in eine Verhandlungsrunde gehen müssen und uns darüber verständigen müssen, wo dann Strukturen tatsächlich zusammenkommen können. Also Zielgenauigkeit, um Missverständnisse auch von Beginn an zu vermeiden, scheint mir wichtig zu sein. Die Aufräumarbeit hinterher ist umso mühseliger und kann dann bisweilen Jahre dauern. Wenn wir die Klimaforschungs- und Landmanagementzentren Waskal und Saskal anschauen, dann habe ich eben in der Debatte, in der Pause noch einen wesentlichen Hinweis bekommen. Wenn wir solche auch wiederum
von zwei Seiten getragenen Zentren oder mehreren Seiten auf afrikanischer Seite getragenen Zentren aufbauen, dann ist es auch wichtig, diese in die globalen Kontexte wissenschaftlicher Kooperation einzubinden. Es gibt globale Programme zur Erdbeobachtung und wenn wir hier die Brücke schlagen können, ist auch das ein Faktor, um Nachhaltigkeit zu erzeugen, nämlich Verankerung in übergreifenden globalen Strukturen. Das zweite Element ist dann, was dazukommt, auch bei diesen Zentren Verankerung in den jeweiligen transnationalen Strukturen der Region. Bei WASCAL besteht die Anforderung für alle Signatar- und Trägerstaaten, eine Vereinbarung zu hinterlegen bei ECOWAS. Auch das ist ein Element, um dazu beizutragen, in einer Region, die auch politisch und sicherheitspolitisch nicht stabil ist, wie wir ja immer wieder lernen müssen, hier eine Art von Kontinuität zu schaffen. Ein weiteres Element, um Nachhaltigkeit zu erzeugen, ist, glaube ich, das eben schon genannte Stichwort Kapazitätsentwicklung, Capacity Development, im Hinblick auch auf Ausbau von Studien- und Ausbildungsmöglichkeiten. Das tun wir mit den Graduiertenschulen bei SASCAL und WASCAL. Das heißt, wir schlagen die Brücke in die Ausbildung der nächsten Generation und damit gibt es auch eine klare Interessenbeteiligung dieser Adressaten, die sich dann artikulieren können, um Strukturen auch vor Ort weiter einzufordern und zu erhalten. Und Herr Morenzi hat es gesagt, in der Tat dann Institutionen aufzubauen und die abzusichern durch Verbundlösungen auch mit Partnerschaften, beispielsweise in deutsche Universitäten und Hochschulen hinein. Das ist sicherlich ein weiteres Element. Und dann zwei ganz triviale, die wir bei SASCAL und WASCAL auch wieder einmal und all diejenigen von Ihnen, die in der Zusammenarbeit engagiert sind, wissen das, die wir auch in diesen Projekten noch einmal lernen mussten. Reden, 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 viel Einsatz zeigen, häufig hin und her fliegen, immer wieder vor Ort sein, immer wieder als Ansprechpartner zur Verfügung stehen. Das ist das eine. Und das zweite, wir haben es im Hinblick auf Finanzierungszyklen diskutiert. Frau Pieper hat es am Ende noch einmal gesagt. 4 Jahre reichen definitiv nicht aus. Ich habe vor über 10 Jahren schon mal einen Workshop organisiert zur wissenschaftlichen Zusammenarbeit mit Afrika. Und diejenigen, die damals aus der Tropenmedizin schon langjährige Erfahrungen mitteilten, sagten, 10 Jahre sind das Minimum. Und ab dann denken wir nach oben weiter. 4 Jahre sind zu kurz, wir brauchen einen sehr langen Atem. Das zweite Stichwort, ganz kurz, Transfer. Ich möchte 2 Arten von Transfer betrachten. Einmal den Transfer in die Gesellschaft. Herr Hacker ist hier und die Leopoldina arbeitet intensiv mit dem Netzwerk Afrikanischer Akademien zusammen, um gemeinsam Modelle zu entwickeln, wie aus der Wissenschaft heraus ein Transfer in Politik und Gesellschaft auch in afrikanischen Ländern stattfinden kann. Also Wissenschaftsberatung zum Wohle der Gesellschaft. Das ist ein Element, wo Herr Hacker sicherlich berufener ist, als ich noch Beiträge zu leisten. Ein zweites Element ist natürlich der Transfer in die Wertschöpfung hinein, ein Technologie-, Ideen- und Wissenstransfer. Wir im BMBF versuchen dies bei Antragstellungen schon von Beginn an mit zu integrieren. Das heißt aber auch, gerade in der Zusammenarbeit mit Afrika, dass wir lernen müssen. Wir diskutieren, wenn wir die deutsche Innovationsstrategie diskutieren, auch was können wir von anderen Ländern lernen. Das Konzept einer Frugal Innovation ist eines, was international diskutiert wird. Und was heißt das konkret, wenn in Ländern wie beispielsweise Kenia ein Bezahlsystem per Mobiltelefon im Bankensystem fest integriert ist und sich hier auch Schrittinnovationen entwickeln, ja, dann können wir lernen und schauen, wie kann man Ideen, die wir hier bei uns entwickeln, in einem solchen System fruchtbar machen und vice versa. Das ist eine gemeinsame Lernerfahrung. Wir wollen diesen Weg weitergehen, Herr Kangießer. Wir wollen hier auch einen runden Tisch zur Kooperation mit der Wirtschaft in diesem Jahr durchführen, um hier neue Ideen der Kooperation zwischen Deutschland und einigen und einzelnen afrikanischen Ländern zu entwickeln. Kohärenz ist dann das große Stichwort, Herr Staatssekretär Silberhorn. Unsere Häuser sind in einem engen Kontakt
zu den verschiedenen Themenfeldern Ernährung, Sicherheit, Klimaforschung. Im Bereich Gesundheit sind wir in einem trilateralen Dialog, den wir nochmal im G7-Kontext vor und Nachbereitung der G7-Treffen in Deutschland im vergangenen Jahr intensiviert haben, um in der Tat gemeinsam komplementäre Lösungen zu entwickeln. Ich glaube, wir sind da auf einem sehr guten Weg und haben gerade im Kontext G7 hier vieles von und miteinander gelernt. Ich halte also fest, zahlreiche Lektionen, die wir gelernt haben mit all den Elementen, die wir in der ersten Runde schon diskutiert haben, beim Transfer müssen wir noch lernen, gemeinsame Plattformen schaffen und in der Kohärenz des Handelns sind wir zumindest regierungsseitig gut unterwegs. Das als Einstieg zur Debatte. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Staatssekretär Schütte. Ich gebe gleich weiter an unsere Gesprächspartner für diese Diskussionsrunde. Herr Professor Hacker wurde erwähnt. Er ist Präsident der Deutschen Akademie der Naturforscher Leopoldina, also der Nationalen Akademie der Wissenschaften. Aber auch die Afrika-Aktivitäten wurden gerade schon erwähnt, die Zusammenarbeit mit dem Netzwerk der afrikanischen Wissenschaftsakademien. Als Frage an Sie auch genau die: Was ist Ihre Einschätzung, was sind Bedingungen für nachhaltigen, guten Transfer? Was sind die Faktoren, die wir beachten müssen, um unsere verschiedensten Aktivitäten kohärent und effizient auf den Punkt zu bringen? Ja, danke schön, Frau Lücking-Michel, meine Damen und Herren. Wir haben uns Afrika schon seit Längerem genähert als Akademie und ich möchte vielleicht einige oder drei Punkte herausgreifen und versuchen, auf Ihre Frage einzugehen und auch die Frage nachhaltige Strukturen, wie schafft man das oder was sind Bedingungen. Die erste Möglichkeit, Interaktion auf der Akademienebene, das sind Interaktionen mit einzelnen Akademien vor Ort. Das machen wir in anderen Regionen der Welt ebenso und in Afrika haben wir besonders intensive Beziehungen mit der Südafrikanischen Akademie der Wissenschaften. Um hier auch eine längere und nachhaltige Interaktion zu gewährleisten, haben wir vertragliche Beziehungen. Diese Verträge werden aber immer wieder nachgeguckt, alle 4 Jahre, ob das trägt, was wir da vereinbart haben, ob das, was möglich ist, dann auch durchgeführt wird. Es sind auf dieser vertraglichen Basis eine Reihe von Symposien durchgeführt worden. Ich möchte vielleicht einige Titel nennen. Low Carbon Society, also das ist ein ganz heißes Eisen, nicht nur bei uns, sondern auch gerade in Südafrika. Dann gibt es Symposium mit Wissenschaftlern aus anderen Staaten. Wir haben beispielsweise eine Tagung hier im Oktober diesen Jahres geplant, wo wir auch Nachwuchswissenschaftlern aus weiteren Staaten Subsahara-Afrikas mit einladen wollen und dann diskutieren wollen über Fragen Infektionen, Infektionsentwicklung, Krankheitslast in Afrika. Das machen wir unter anderem auch zusammen mit der Max-Planck-Gesellschaft. Ein weiteres Beispiel, das geht in Richtung Mathematik. Ich weiß, dass Mathematik was ist, was besonders wichtig ist, aufzubauen. Und wir haben in diesem März in Stellenbosch hier ein Symposium gehabt. Dann gibt es eine weitere Möglichkeit, solche Symposien zu organisieren mit anderen Wissenschaftsakademien. Und um so auch andere Wissenschaftsakademien mit einzubeziehen, beispielsweise eine Tagung, die für nächstes Jahr geplant ist, Environment and Health. Das ist so, wo man Umweltfragen zusammen diskutiert mit Gesundheitsfragen. Und in diesem Jahr ist in Pretoria eine Tagung zu umweltmedizinischer Forschung auf diesem Gebiet bereits hat stattgefunden. Und ein weiterer Punkt ist, dass wir andere Wissenschaftsakademien, darunter auch junge Akademien, mit einbeziehen. Und auch dank der Förderung Ihres Hauses, Herr Schütte,
ist die Global Young Academy hier ein Spieler. Und das ist für uns sehr wichtig, die mit einzubeziehen. Aber in Südafrika hat sich auch eine südafrikanische junge Akademie gebildet. Und das ist vielleicht ein zweiter Punkt neben dieser vertraglichen Basis. Gerade die Existenz von jungen Akademien gewährleistet eine gewisse Kontinuität und auch eine gewisse Nachhaltigkeit. Und wenn die aufsetzen können auf schon vorhandenen Strukturen, dann ist das sehr sinnvoll und sehr gut. Das ist vielleicht ein Punkt der Kooperation auf bilateraler Ebene. Der zweite, das ist das, was Frau Ministerin Wanka und Sie schon erwähnt hatten, Herr Schütte, das ist die Kooperation mit NASAC. NASAC ist die Akademienvereinigung der afrikanischen Länder. Und man muss wissen, dass es jetzt solche Akademienvereinigungen in Amerika gibt, in Asien, in Europa. Da ist sie momentan in Halle lokalisiert und eben auch in Afrika. Und dank der Förderung auch des BMBF sind wir in der Lage, dieses Netzwerk, zu dem 21 afrikanische Wissenschaftsakademien gehören, mit diesem Netzwerk intensiv zusammenzuarbeiten. Und zwar im Hinblick auf den gesamten Prozess der Beratung von Politik, Gesellschaft und Öffentlichkeit. Wir wollen sich nur auf Politik verkürzen, sondern insgesamt sehen. Und haben hier eben Empfehlungen mit afrikanischen Partnern erstellt zu den Themen Gesundheit, Water Management, dann Biotechnologie in der Landwirtschaft und Klimawandel. Also es sind durchaus Themen, die interessant sind und die wichtig sind. Und dieses Projekt befasst sich einmal mit dem inhaltlichen Aufsetzen dieser Empfehlungen. Und ein zweiter Projektabschnitt, um es mal so zu sagen, bis 2018 geht dahin, wie setzt man das jetzt am besten um? Welche Spieler bringt man zusammen? Und das hat natürlich auch eine gewisse Nachhaltigkeitskomponente, gerade auch deshalb, weil sich die internationale Assoziation der Wissenschaftsakademien, das sind 111 Akademien, die so ein bisschen unter dem Dach der UN auch zusammenarbeiten, die stellen sich gerade neu auf, Inter-Academy Partnerschaft, Partnership ist das Thema. Und hier werden die vier lokalen Akademieverbünde mit Partner sein. Insofern ist hier dann auch im Hinblick auf NASAC eine gewisse Zukunftsperspektive gegeben durch die Mitarbeit in diesem UN-gestützten Kontext. Und es gibt eine dritte Möglichkeit. Wir wollten nicht nur in die traditionellen Bereiche Gesellschaft, Politik hineinblicken, sondern auch gerade die Wirtschaft und den privaten Sektor mitnehmen. Und da haben wir auch ein Projekt jetzt neu aufgesetzt, was ein Jahr ungefähr dauert, um hier vor Ort in 15 Ländern im südlichen Afrika die Interaktion zwischen Wissenschaft und privatem Sektor, Unternehmen beispielsweise, Unternehmerverbänden, um das zu katalysieren. Also insgesamt, um das vielleicht zusammenzufassen, wichtig ist für so Partnerschaftsbildung vertrauensvolle Zusammenarbeit, aber auch Perspektive geben und versuchen, Strukturen zu etablieren, die nachhaltig sind, die über einen längeren Zeitraum auch tragen. Und das versuchen wir. Und ich bin froh, dass wir da auch in Deutschland jetzt so viele Partner gewonnen haben. Vielen Dank, Herr Professor Acker, für weitere Beispiele und für wichtige Kriterien zur Nachhaltigkeit. Ich gebe gleich weiter das Wort an den nächsten Gesprächspartner. Ich freue mich nämlich, dass wir hier Christoph Kannengießer am Tisch haben. Er ist Hauptgeschäftsführer des Afrika-Vereins der deutschen Wirtschaft. Und der hat nun in besonderer Weise das Ziel, die Kooperation und die wirtschaftliche Tätigkeit mit Afrika zu stärken. Wirtschaft, anderer Bereich, aber mancher Mechanismus und manche Erfahrung mag ja für den Wissenschaftsbereich sehr gut anwendbar sein. Insofern die Frage an Sie, was geben Sie uns mit auf dem Weg im Sinne von effizienter und nachhaltiger Kooperation im Wissenschaftsbereich? Also ich möchte gerne sozusagen die Prämisse aus Ihrer Frage aufgreifen und eindeutig unterstreichen. Es gibt, was das Thema Forschungskooperation angeht und dem Ansatz von Unternehmen auf dem afrikanischen Kontinent, sozusagen eine gewisse Deckungsgleichheit der Perspektive.
Wenn man das Afrika-Konzept des BMBF beispielsweise liest und es abgleicht mit manch anderem, was zum Thema oder im Umfeld der Afrika-Politik artikuliert wird, so fällt auf, dass dieses sehr stark stärkenorientiert ist, weniger defizitorientiert, was traditionell und legitimerweise oft der Ansatzpunkt der Entwicklungszusammenarbeit ist, mit Veränderungen auch in jüngster Zeit, die zu beobachten sind. Aber in der Forschung und Wissenschaftskooperation versteht sich das im Grunde genommen von selbst. Und Unternehmen haben einen ähnlichen Blick auf den afrikanischen Kontinent, weniger orientiert an dem, was allenthalben an Defiziten und Schwierigkeiten orientiert wird, sondern an dem, was es an Potenzialen, Chancen und Möglichkeiten gibt. Das Zweite ist diese viel apostrophierte Philosophie der Kooperation auf Augenhöhe. Wenn man es artikuliert, hat man sie eigentlich schon fast verlassen. Nichtsdestotrotz möchte ich das hier in diesem Zusammenhang noch mal strapazieren. Die Kooperation von Unternehmen mit ihren Partnern, ihren Geschäftspartnern, ihren Vertriebspartnern in afrikanischen Ländern funktioniert nur dann, wenn sie sich auf Augenhöhe abspielt. Und ich stelle mir vor, dass Wissenschafts- und Forschungskooperation ähnlichen Gesetzmäßigkeiten folgt. Vor diesem Hintergrund haben wir große Sympathie für das, was hier passiert. Sind wir auch, ich muss sagen, auch als ich das, diese Funktion übernommen habe und mit dem BMBF gesprochen habe und mir habe vorstellen lassen, was es da gibt, ehrlich gesagt positiv überrascht, wie viel schon stattfindet, angesichts des ja doch im internationalen Vergleich relativ geringen Stellenwerts, den Forschung und Wissenschaft auf dem afrikanischen Kontext mit auf dem globalen Niveau eigentlich hat. Also das ist aus meiner Sicht zu unterstützen. Was wünschen wir uns? Zum einen in der Tat eine nachhaltige und systematische Verstärkung der Aktivitäten. Denn Afrika entwickelt sich in einem doch beeindruckenden Tempo immer wieder auch mit Rückschlägen nach vorne. Und das betrifft alle Bereiche, auch den, um den es hier geht. Und ich denke, das, was wir an Kooperationsleistungen und an Aufwand für Kooperation bereitstellen, das muss Schritt halten mit der Entwicklung auf dem Kontinent, damit eben wir eben auch unseren Stellenwert als Kooperationspartner, also Deutschland als Kooperationspartner aufrechterhält. Ich wünsche mir, dass dass vielleicht in der Tat dieser Netzschluss, dieser Lückenschluss zwischen dem, was Forschungs- und Wissenschaftskooperation tut und was Unternehmen in Afrika tun, dass dieser Lückenschluss erfolgt. Insofern kann ich die Idee eines runden Tisches hier nur begrüßen. Ich denke, man sollte das nicht zu einer einmaligen Geschichte machen, sondern es müsste aus meiner Sicht eigentlich einen systematischen Austausch geben zwischen den Akteuren, die Forschungs- und Wissenschafts-, aber übrigens auch Bildungskooperation unternehmen und den Firmen, die auf dem Kontinent unterwegs sind. Denn ich habe schon den Eindruck, vielfach weiß man nicht genug übereinander, manchmal weiß man sogar gar nichts voneinander. Und das führt natürlich dazu, dass Synergien und Erkenntnisfortschritte nicht von dem einen in den anderen Bereich getragen werden. Und auch bezogen auf Aktivitäten und Projekte in Afrika wird ja sehr viel anwendungsorientierte Forschung auch in Unternehmen betrieben. Und sinnvollerweise kennen natürlich die akademischen Akteure das, was man dort sich erarbeitet hat an Erkenntnissen, aber auch tatsächlich an Anwendungen und hebelt dies durch die Erkenntnisse und Möglichkeiten, die im Wissenschaftsbereich stattfinden. Ich glaube, dass wir sehr viel mehr noch tun können, um eine unternehmerische Landschaft in Afrika selbst zu befördern, dadurch, dass man den dort ja jedenfalls in vielen Ländern verbreitete Start-up-Kultur stärker noch verzahnt mit wissenschaftlichen Erkenntnissen, die nicht nur dort vor Ort gewonnen worden sind, sondern auch hier. Eine der, finde ich, sehr positiven Initiativen der Bundesregierung ist die Initiative des BMZ, die Initiative Digitales Afrika, die nämlich genau daran hier ansetzt und sozusagen schon bereits begonnene Entwicklungen versucht zu stärken und zu unterfüttern und hier eben halt auch ganz systematisch die Kooperation mit forschenden deutschen Unternehmen
eben halt entsprechend herzustellen. Ich glaube, dass wir auf diese Art und Weise zur Verbreiterung einer innovativen Unternehmenslandschaft auf dem afrikanischen Kontinent viel beitragen können. Insgesamt gibt es aus meiner Sicht die Notwendigkeit, den Austausch zwischen Deutschland und dem afrikanischen Kontinent zu verstärken. Adressiert worden ist auch im Afrika-Konzept des BMBF die Notwendigkeit, die Zahl afrikanischer Studierender in Deutschland zu erhöhen, Forschungsaufenthalte von afrikanischen Wissenschaftlern zu verstärken, übrigens auch zu erleichtern mit Maßnahmen in anderen Politikfeldern. Mein Lieblingsbeispiel dafür ist immer wieder die Visapolitik, die oftmals Schwierigkeiten bereitet. Das gilt für Unternehmen gleichermaßen wie für Universitäten und Forschungseinrichtungen. Ich glaube, man kann auch immer noch mehr tun, um es interessant und spannend für deutsche Studierende zu machen, eben halt auch Ausbildungs- und Forschungsaufenthalte in afrikanischen Ländern zu machen, um einfach das Netzwerk zu verdichten und das Afrika-Know-how in Deutschland zu stärken, aber auch, das sollten wir uns keine falschen Vorstellungen machen, das zu tun, was dringend notwendig ist, nämlich das Deutschland-Know-how und die Deutschland-Erfahrung in Afrika zu stärken. Wir beobachten schon, dass aktuell die afrikanischen Eliten eben halt eher in Oxford oder Paris ausgebildet werden, denn in Berlin oder München. Wenn wir aber wirtschaftlich auf diesem Kontinent eine entsprechend prominente und wichtige Rolle spielen wollen, wie sie unserer Stellung in der Weltwirtschaft entspricht, dann muss sich auch dieses verändern und dann müssen wir Instrumente entwickeln, wie das besser möglich wird. Es ist ja in den vergangenen Jahren viel, viel passiert, um die deutschen Hochschulen attraktiver zu machen für ausländische Studierende. Und da müssen jetzt noch ein paar mehr Afrikaner mit dabei sein. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Kangiser. Klare Ansagen. Aber direkt aus dem Plenum des Bundestages zu uns geeilt von der Regierungsbank ist der parlamentarische Staatssekretär Thomas Silberhorn. Herzlich willkommen. Und jetzt sage ich mal etwas keck, das begann hier mit BMBF. Bisher war Wissenschaft und Forschung schwer groß das Thema. Muss man nicht auch sagen, Wissenschaft und Forschung spielt eigentlich nicht nur, so wie wir gerade gehört haben, in Afrika insgesamt noch zu einer geringen Rolle, sondern auch und gerade in der Entwicklungspolitik. Oder mindestens, es gibt einen Lückenschluss zwischen den beiden. Warum engagiert sich das BMZ genau auch in diesem Bereich und was sind Ihre Kriterien für nachhaltige und effiziente Maßnahmen? Ja, vielen Dank, meine Damen und Herren. Ich freue mich sehr, dass dieser Austausch zustande kommt. Ich kann mich erinnern, vor 2 Jahren hatten wir einen Kongress des BMBF zur Bildung in Afrika. Ich habe gerade mal in einer großen Suchmaschine eingegeben, Afrika und Strategie. Es ist erstaunlich, was dabei herauskommt, aber an erster Stelle wird das BMBF genannt. Mindestens 10 verschiedene Strategiepapiere der Regierung. Dann kommt ein übler Medienbeitrag mit der Behauptung, dass die Afrika-Strategie der Bundesregierung alles beinhalten würde, nur keine Strategie. Und dann kommt das Afrika-Konzept des BMZ. Also wir sind ja das Ministerium, das weltweit fast alles macht, wofür man in jedem Land eine ganze Regierung braucht. Deswegen ist das sehr breit aufgestellt und wir sind schlicht darauf angewiesen, dass wir Mitstreiter gewinnen für diese Aufgaben. Und deswegen ist es gerade unter der Überschrift global nachhaltige Entwicklung notwendig, dass jeder dort, wo er tätig ist, diese Dimension nachhaltige Entwicklung mitdenkt und mit umsetzt. Und ich begrüße ausdrücklich, dass das BMBF hier so engagiert ist. Wir müssen uns Afrika als unserem Nachbarkontinent viel intensiver zuwenden, als wir das bisher tun. Wir diskutieren oft über Konflikte und Kriege und Armut und Hunger. Ja, das gibt es da auch. Aber wir müssen auch eine Antenne gewinnen für die Potenziale, die in diesen 54 Ländern stecken. Talente gibt es überall, aber Chancen haben sie nicht überall in gleichem Maße. Natürlich gibt es auch in Afrika Exzellenz, auch bei Wissenschaft und Forschung. Natürlich gibt es auch erfolgreiche Unternehmer und vieles andere mehr. Wir müssen verstehen, was da passiert und wir müssen diese Potenziale erkennen und auch das Verständnis haben, dass wir auf Partnerschaft, auf Augenhöhe in Partnerschaft zusammenarbeiten. Also dieses etwas tradierte und völlig falsche Bild, dass da eine Gebergemeinschaft generös Hilfe anbietet und arme Partner hat, die Hilfe brauchen, das ist keine Kooperation auf Augenhöhe, sondern da muss man mit einem anderen Verständnis herangehen
Und das braucht sehr viel mehr Hinwendung zu unserem Nachbarkontinent. Ich könnte es auch anders formulieren, das, was wir im Moment erleben, ein Zuzug von vielen Migranten und Flüchtlingen nach Europa, ist auch eine Folge mangelnder Hinwendung gegenüber unserem Nachbarkontinent seit vielen Jahren und Jahrzehnten. Wir werden jetzt förmlich darauf gestoßen, dass jenseits der europäischen Grenzen auch noch Partner sind, mit denen wir zusammenarbeiten müssen. Das ist gelegentlich nicht einfach, wenn man nach Nordafrika schaut. Es gibt keine Region auf der Welt mit einer so großen politischen Heterogenität wie in Nordafrika. Marokko Königreich, Algerien Sozialismusversuch, Tunesien junge Demokratie, Libyen gescheiterter Staat, Ägypten Militärregime. Viel mehr kann man sich kaum vorstellen. Das macht es natürlich schwierig. Umso wichtiger ist die Kooperation auch über die bestehenden Restriktionen dieser Heterogenität hinweg. Und da spielt Wissenschaft, Forschung durchaus eine Rolle. Wir kennen das ja aus Deutschland. Wenn es schwierig wird im Föderalismus, dann ist es gut, wenn man gemeinsame Institutionen hat, die über die Grenzen der Bundesländer hinweg zusammenarbeiten. Ob das jetzt Gerichte oder Rundfunkanstalten sind, wie auch immer, die balancieren das dann gelegentlich aus, was politisch oft schwieriger ist. Und so ist es international Zusammenarbeit durchaus ähnlich. Bildung spielt eine große Rolle. Es ist eine der großen zentralen Herausforderungen für alle afrikanischen Staaten. Wenn die Bevölkerungsprognosen stimmen, die wir immer zugrunde legen, dass die Bevölkerung in Afrika von 1,2 Milliarden sich in nur einer Generation verdoppeln wird auf 2,4 Milliarden, in nur einer Generation, dann kann man sich im Bildungssektor ausmalen, was man alles bräuchte, um Erziehung, Bildung von Grundschule bis zur Hochschulbildung zu gewährleisten. Also wir haben kürzlich GEZ-Experten das vorgerechnet. Na gut, wenn man mal 12 Schuljahre zugrunde legt, die es im Übrigen in vielen afrikanischen Ländern natürlich nicht gibt, dann gehen von diesen 1,2 Milliarden zusätzlichen Menschen, die neu geboren werden, in der nächsten Generation etwa 2/3 gleichzeitig zur Schule. Das sind 800 Millionen. Wenn Sie 800 Millionen zu 40 Leuten in eine Klasse stecken, brauchen Sie 20 Millionen Lehrer. Wenn Sie 20 in ein Klassenzimmer stecken, brauchen Sie 40 Millionen Lehrer. Sie können auch anders rechnen, wenn Sie nicht 12 Schuljahre machen, sondern nur 4 Jahre Grundschulbildung, dann brauchen Sie halt nur ein Drittel. Egal wie Sie rechnen, die Dimension ist gigantisch, aber es muss auch kalkuliert werden. Es müssen klare politische Prioritäten gesetzt werden, was denn notwendig ist. Denn es braucht auch die Lehrkräfte, die Kinder und Studenten unterrichten können. Also wir müssen ja die Lehrer ausbilden, um dann auch Schüler ausbilden zu können. Und damit muss sofort begonnen werden. Da gibt es im Moment schon viel Nachholbedarf. Und diese gigantische Herausforderung, die müssen wir in Kooperation auch angehen. Und dazu ist es notwendig, dass Politik die Bedeutung von Bildung erkennt, auf die Prioritätenliste ganz oben setzt, auch bereit ist, öffentliche Mittel in diese öffentliche Aufgabe zu investieren. Dazu gehört auch die Bereitschaft, politische Entscheidungen nicht alleine interessengeleitet zu treffen, sondern erkenntnisbasiert. Und natürlich muss man jede Gelegenheit zur Kooperation nutzen zwischen Wissenschaft, Gesellschaft und Politik, aber auch die regionale Kooperation, ich habe es gerade angesprochen, mit Blick auf die MENA-Region. Wir haben insbesondere seitens des BMZ ein Interesse an entwicklungsrelevanter Forschung. Es ist das Thema Ernährungssicherung, Klima angesprochen worden. Da gehört durchaus das Thema Ingenieurausbildung mit hinein. Das ist nämlich das Interesse hinter dieser Idee in Tunesien, eine technische Universität à la München in Tunesien zu errichten. Man sagt, warum bilden wir unsere Ingenieure nicht selber aus? Und das hat natürlich eine hohe Entwicklungsrelevanz, wenn wir Energieprojekte planen, Kraftwerke planen, dann muss nicht nur der Unterhalt auf Dauer sichergestellt werden, sondern es muss auch jemand geben, der vielleicht schon in der Vorbereitung oder Umsetzung an diesen Dingen beteiligt ist. Die Bedarfe sind gigantisch und deswegen ist der Bedarf groß. In der Entwicklungszusammenarbeit gibt es natürlich ein besonderes Interesse zunächst an der Grundbildung, Primärbildung. Das ist nach unserem Verständnis eine Hauptverantwortung der jeweiligen Staaten selbst. Die Entwicklungsländer haben dazu auch international Verpflichtungen übernommen. Wir konzentrieren uns im BMZ sehr stark auf berufliche Bildung, auf den Übergang von Schule ins Berufsleben. Da haben wir viel Erfahrung und Know-how. Es wird auch weltweit nachgefragt, nicht nur in Afrika, auch in Asien, Lateinamerika. Das erfordert auch einen besonderen strukturierten Dialog unter Einbeziehung der Wirtschaft. Und wir sind zunehmend auch im tertiären Sektor unterwegs.
Wir haben im letzten Jahr 80 Millionen für Hochschulbildung ausgegeben. In diesem Jahr sind 105 Millionen geplant. Bei etwa 400 Millionen, die wir für Bildung weltweit ausgeben, ist das also etwa ein Viertel unseres Etats und von daher doch auch eine ganz relevante Größenordnung aus unserer Sicht. Wir fördern beispielsweise Hochschulkooperationen. Derzeit 104 Hochschulkooperationen zwischen afrikanischen und deutschen Hochschulen. Das organisiert der Deutsche Akademische Austauschdienst. Der vergibt auch aktuell 1000 Stipendien für Studien in der Heimatregion. Kam das schon? Alles schon erwähnt worden. Wir werden jetzt zusätzlich 1000 Stipendien bereitstellen für afrikanische Studierende in den Gebieten Ernährungssicherung und Konfliktprävention. Und neben der Kooperation, die wir mit dem DAAD umsetzen, arbeiten wir mit der Alexander-von-Humboldt-Stiftung zusammen. Ist es auch schon genannt worden. Ja, das ist ja wirklich ein gutes Beispiel, wie viel Exzellenz vorhanden ist. Und das ist auch eine wichtige Botschaft, dass diese Exzellenz vorhanden ist. Und das muss man auch politisch nutzen. Das ist nicht nur eine Kooperation in der Wissenschaftsgemeinde. Wir müssen auch auf politischer Ebene da einen Lichtkegel hinwerfen, dass diese Exzellenz tatsächlich auch gefördert wird in den Heimatländern, dass man das weitertreibt, dass man nicht Wissenschaftler und Forscher als Leute betrachtet, die zwar klug sind, aber vielleicht etwas lebensfremd. Also diese Einschätzung herrscht ja gelegentlich vor, in vielen Teilen der Welt, gelegentlich auch bei uns. Also da müssen wir den Wert von Wissenschaft und Forschung für die Entwicklung eines Landes auch politisch stark unterstützen. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir beispielsweise, ich sage jetzt mal, die Diaspora von Wissenschaftlern und Forschern, die aus afrikanischen Ländern kommen, aber weltweit überall höchst erfolgreich unterwegs sind, dass wir die stärker mit einbeziehen in unsere Entwicklungszusammenarbeit. Vielen Dank, Herr Staatssekretär Silberhorn. Meine Damen und Herren, die Zeit ist fortgeschritten, aber wenn Sie noch etwas Geduld haben, und ich denke, das spannende Thema ist es wert, dann würde ich noch drei Fragen jetzt erstmal zulassen. Und je nachdem, wie kurz die Fragen und die Antworten sind, schauen wir dann weiter. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, dann machen wir an der Stelle Schluss. Viele haben den weiteren Nachmittag geplant, aber ich gebe Ihnen das Wort. Bitte schön, Herr Moment. Thank you very much. It won't be a question, it's going to be just a comment on the issues of education and research. And if you look at the last development agenda, the Millennium Development Goals, a lot of focus was put on primary education in the development community. So all the development agents, I was Minister of Education for Rwanda from 2001 to 2006, and also continued 2009, all the way as Minister of Science. So very importantly, each time you wanted to get something for science and higher education, there was no possibility. So it is a very good thing to have invested in primary education. But what happened is that all these children, or those who benefited from this program for primary education, now they are knocking at the door of higher education. And you realize that in higher education, actually nothing was done. So around 10% of the teachers have a PhD in the global south. So you realize actually in higher education, you have only probably, you can say, some improved secondary school. This means you are in a department of mathematics where you have teacher training. So those who are teaching to teach in secondary school, most of them have a bachelor's degree in mathematics. So this means that, and you go down, and then you realize throughout the developing world, most of the teachers in primary schools are trained in a special secondary schools. So the whole issue of quality of education is very central. So if you want to do really support for education at the global level, no, not one country can do it. It has to be a global agenda. And of course, if you include science and you include laboratory equipment, you include all these kind of, you realize it is really, really very challenging. And as we are talking about the 2030 development agenda, the importance of education and research is going to be very central in the global south, of course, including Africa. Okay. Thank you very much, Professor Morenzi, for this
comment, and I suppose that all of us really agree to what you said. So let's go. Wir gehen weiter mit den Fragen. Bitte schön, Sie haben das Wort. Bitte kurz Name und Stichwort zum Hintergrund. Ja, mein Name ist Johannes Geffers. Ich bin hier von der Global Young Academy. Professor Hacker hatte dankenswerterweise schon auf Sie hingewiesen. Ich möchte mehr auf ein Projekt hinweisen, das wir machen. Wir forschen mit der Unterstützung des BMBF über die Situation junger Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in Afrika. Das Projekt wird von 5 unserer afrikanischen Mitglieder geleitet. Wir haben Research Partners in Afrika. Und wir beginnen jetzt, eben um auch genau zu gucken, was sind die Probleme in der PhD-Pipeline, was sind die Probleme Promovierter. Und wir wollen auch genau jene in der Diaspora erreichen, um zu erfahren, was waren die Gründe zu gehen, was waren die Gründe zurückzukommen. Und ich wollte nur auf dieses Projekt hinweisen. Und da so viele Leute im Raum sind und es um Kooperation geht, vielleicht kommen wir noch mal ins Gespräch, wie wir dort zusammenarbeiten können. Ja, vielen Dank. Ein ebenfalls sehr wichtiger Hinweis. Die Dame vor mir hat das Wort als nächstes. Cornelia Langer, kommt vor Europe. Folgende Frage oder Anmerkung. Wir haben schon sehr erfolgreich Projekte auch mit Vascal, was heute vorgestellt hat, auf den Weg gebracht. Kann alle nur ermuntern, auch mit dieser Institution zusammenzuarbeiten. Wenn ich aber andererseits höre, dass jetzt schon teilweise Fördermittel beim BMZ für Projekte aufgebraucht sind und man gar keinen Antrag mehr stellen kann, auf der anderen Seite Sie natürlich auch sagen, wie wichtig es ist, Dinge voranzubringen und wie spät man vielleicht schon in manchen Themen dran ist. Da würde ich fragen, sehen Sie da noch Möglichkeiten, dass man mit den afrikanischen Partnern, die ja auch darauf bauen, dass wir mit ihnen gut zusammenarbeiten, da doch noch was gemacht werden kann? Dankeschön. Vielen Dank. Die Frage ging ganz klar an Herrn Silberhorn. Mein Vorschlag ist, wir hören noch den letzten Anmerkung und machen dann eine Schlussrunde und die genannten Fragen sollen dann mit eingebaut werden. Bitte schön. Ja, mein Name ist Dominik Schwarz, ich komme von der Universität Bielefeld. Ich möchte vor allem das Thema Nachhaltigkeit ein bisschen ansprechen. Wir wissen, dass in Europa wir enorm davon profitiert haben nach dem Zweiten Weltkrieg, als so internationale Organisationen wie das CERN oder die Europäische Raumfahrtagentur gegründet wurden. Derzeit befindet sich eine neue internationale Organisation in Gründung, das Square Kilometer Array, der von Südafrika, Großbritannien, Australien, Italien und vielen anderen gegründet wird derzeit. Und in Deutschland hat das Projekt ein bisschen einen schweren Start, würde ich meinen. Und ich denke, dass gerade dieses Projekt in dem Kontext, in dem wir heute hier diskutieren, sehr, sehr große Vorteile zu bieten hat, weil durch das Aufsetzen einer solchen Forschungseinrichtung als internationale Organisation mit einem der Host-Länder in Afrika, würde man auch ermöglichen den jungen afrikanischen Wissenschaftlern, dort wirklich sozusagen so eine Art Durchlauferhitzer zu erzeugen, wo die ähnlich wie früher zum Beispiel in der Teilchenphysik am CERN praktisch alle deutschen und europäischen Professoren irgendwann mal dort waren, wo man einfach in Afrika einen Standpunkt schafft, der ein internationaler Leuchtturm ist, an dem man dann wirklich afrikanische Wissenschaftler auch nachhaltig fördern kann und das sicher ungeahnte Potenziale freisetzen kann. Vielen Dank. Die Frage ging offensichtlich an Herrn Staatssekretär Schütte. Und dann würde ich jetzt mal die beiden Staatssekretäre nacheinander um Beantwortung bitten, Herr Silberhorn. Ja, mit dem Geld ist es so, es gibt zwar immer welches, aber es ist immer zu knapp. Das liegt in der Natur des Geldes. Ich habe schon erläutert, dass wir unsere Mittel für die tertiäre Bildung deutlich aufgestockt haben, vom letzten zu diesem Haushaltsjahr. Wir haben insgesamt deutlich mehr für Bildung ausgegeben, schon in dieser Legislaturperiode. Wir sind auch bereit, das weiter zu betreiben. Die Haushaltsverhandlungen im Plenum für das Jahr 2017 beginnen dann nach der Sommerpause. Wir sind innerhalb der Bundesregierung bereits in heftig, freundschaftlich, liebevollen Debatten mit dem Finanzminister. Und jenseits der Frage, dass natürlich jeder schauen muss, wo er bleibt, ist für uns wichtig, dass wir einige klare Strukturen in unserer Haushaltsführung haben und die internationale Dimension eben nicht vernachlässigen. Wenn wir zu spät kommen, wenn wir
nicht ausreichend entschieden genug handeln, dann werden wir zu langsam und also es wird ineffizienter, es wird teurer, nicht? Also wir müssen versuchen, gerade in der internationalen Politik rechtzeitig hinzuschauen, rechtzeitig und entschieden genug zu handeln, nicht zu reagieren, sondern zu agieren. Das ist generell eine Herausforderung der Politik und die Auswirkungen sind im internationalen Bereich natürlich gravierend, wenn man das nicht schafft. Vielleicht zur Kooperation. Ich vermute, die Panafrikanische Universität ist auch schon angesprochen worden. Das ist so ein Leuchtturmprojekt, das Sie angesprochen haben. Aber der afrikanische Kontinent ist ausgesprochen vielfältig. Ja. Wir neigen manchmal dazu, in sehr stark vereinfachten Strukturen zu denken. Und wir müssen auch Komplexität reduzieren, um für uns einen gangbaren Weg zu finden. Aber die Vielfalt ist eben so gewaltig in 54 Ländern mit über 2000 Sprachen, dass man natürlich auch in der Wissenschaftslandschaft dezentral Strukturen schaffen muss. Ich bin kürzlich dem Parlamentspräsidenten aus dem Sudan begegnet, der sagt, ich war 10 Jahre Bildungsminister und in dieser Zeit habe ich 30 Universitäten gegründet. Das ist vielleicht nicht 30 Mal Technische Universität München, aber es sind 30 Hochschuleinrichtungen in diesem Land, über das ganze Land verteilt. Und mit beruflichen Schulen haben sie es genauso gemacht. Das würde ich gerne in allen afrikanischen Ländern sehen, dass man diese klare, wir sagen Ownership, diese klare Eigenverantwortung sieht, öffentliche Mittel zu generieren, aber sie dann auch einzusetzen für öffentliche Aufgaben. Und da gehört die Basisversorgung, Ernährung, Bildung, Gesundheit ganz vorne mit dazu. Vielen Dank. Und ich gebe gleich das Wort an Herrn Schütte. Ja, vielen Dank für diese Frage zu SKA, zum Square Kilometer Array. In der Tat, CERN ist auch eine große Friedensaufgabe und hat das über mehr als 5 Jahrzehnte jetzt gezeigt. Wir sind in der Planung solcher großen Forschungsinfrastrukturen nun auch 5 Jahrzehnte weiter und haben hier verschiedene Parameter, die wir jetzt miteinander in Einklang bringen müssen. Hier geht es in der Tat auch bei diesen Investitionsvolumina, wir reden in der ersten Ausbauphase über 650 Millionen Euro und in der Skalierung ein Faktor bis zum Faktor 10, also je nachdem, wie man die zweite Phase betrachtet. Nochmal substanziell geht es auch darum, einerseits die internationale Dimension der Zusammenarbeit gleichzeitig in einen Einklang zu bringen mit dann dem wissenschaftlichen Anspruch und auch der Unterstützung in der Wissenschaft. Wir haben für alle großen Forschungsinfrastrukturprojekte im Volumen von mehr als 50 Millionen Euro Investitionssumme einen nationalen Roadmap-Prozess gestartet, der eine wesentliche Erfordernis hat, nämlich, dass die Wissenschaftsorganisationen, die sich beteiligen wollen und ein Interesse daran artikulieren, auch selber belegen müssen, dass sie sich finanziell beteiligen. Anekdotisch nur, was ist der Hintergrund? Mir sagte mal der Leiter einer führenden deutschen Forschungseinrichtung, Herr Schütte, hätten Sie mir gesagt, dass Sie auch hinterher Geld von mir wollen, hätte ich doch nicht so ein positives Gutachten geschrieben. Um also diesen Dissens von Beginn an auszuhebeln, haben wir hier einen neuen Ansatz gewählt. Wir möchten wissenschaftliche Verantwortung auch da, auch hier eine Ownership sehen, die auch durch Eigenbeiträge belegt ist. Ich sage in aller Vorsicht, dass die Debatte um SKA und eine deutsche Beteiligung aus Seiten der Wissenschaft bisher unglücklich verlaufen ist. Ansonsten kann ich nur auf ein Gespräch verweisen, was der stellvertretende Fraktionsvorsitzende morgen mit unserer Ministerin führen wird. Also, das nehmen wir zur Kenntnis. Ich wollte schließen im Blick auf die Zeit. Ganz, ganz kurz, bitte nur. Bitte Mikro. Ja, ja. Beteiligung von Afrikanern in der Diaspora. Und ich bin einer davon. Und ich kann sagen, wir haben ein Netzwerk, ANSOL, Africa Network for Solar Energy, was sich für Bildung, Forschung in Afrika sich einsetzt. Wir sind in 43 verschiedenen afrikanischen Ländern. Wir haben PowerWest viel unterstützt, damit sie Hochschullehrer bekommen. Also durch unser Netzwerk fließt Information sehr, sehr schnell. Und ich glaube, viele von Ihnen, die hier sind, können auf unsere Website gehen und gucken, was wir machen. Und ich glaube, es wäre gut, dass BMBF oder BMZ immer solche Initiativen, die von Afrikanern für Afrika entstanden sind, unterstützen. Und es ist wirklich eine, wie gesagt, ich bin stolz auf die Arbeit, die wir bisher geleistet haben. Wir sind ja erst 5 Jahre alt, in 43 verschiedenen afrikanischen Ländern vertreten, über 1000 Mitglieder, die meisten Hochschullehrer,
Studenten, Forschern. Und das ist für die Bildung in Afrika, braucht man solche Netzwerke von Afrikaner für Afrika. Okay, wollte nur sagen. Vielen Dank, ein ganz wichtiger Hinweis. Meine Damen und Herren, jetzt hätten wir noch viel Bedarf zu reden, aber auch wenn wir der Sache noch nicht endgültig auf den Grund gegangen sind, die Zeit ist jedenfalls endgültig vorbei. Und insofern bleibt mir nur, diese zweite Runde abzuschließen mit einem Dankeschön an unsere Gesprächspartner auf dem Podium, mit einem Dankeschön an Sie. Und ich gebe ab für das Schlusswort an den Kollegen Michael Kretschmer. Ja, vielen Dank auch von mir noch einmal. Und auch im Namen der Fraktion, unserem Fraktionsvorsitzenden Volker Kauder, dass Sie sich alle die Zeit genommen haben, natürlich im Besonderen die Experten, die wir heute eingeladen haben. Wir, das habe ich vorhin schon gesagt, werden einen Antrag in den Deutschen Bundestag einbringen, mit dem Koalitionspartner abstimmen, noch vor Weihnachten, wo die wesentlichen Ergebnisse dieser Runde mit einfließen. Und wenn man genau zugehört hat, dann sind heute so viele Gedanken und so viele Vorschläge gekommen, dass ich wirklich auch beeindruckt bin und sehe, ich glaube, wir haben ein ganz, ganz wichtiges Thema und wir haben vor allen Dingen unglaublich viele Menschen, die engagiert daran sind, die da etwas bewegen wollen in den Ministerien, in der Wissenschaft, in den NGOs, aber vor allen Dingen auch aus den Ländern selber. Und ich meine, natürlich schmunzelt man zunächst einmal, wenn man hört, Tunesien möchte so etwas wie die TU München haben. Aber auf der anderen Seite zeigt das ja auch einen Willen, eine Bereitschaft, eine Hinwendung zu etwas. Und das finde ich schon großartig und das muss man auch dann unterstützen. Wir wollen das zumindest tun und ich möchte Sie bitten, uns dabei auch weiterhin kritisch zu begleiten. Man hat den Eindruck, vieles läuft hier sehr gut, vielleicht besser als in manchem anderen Land und in manchem anderen Politikfeld. Aber es ist nie so, dass man zufrieden sein kann, beispielsweise mit der Frage der 4 Jahre Förderzeiten, dass wir dahin kommen, dass das wirklich langfristig und besser gemacht werden kann. Und so wird es weitere Punkte geben, über die wir in der Zukunft auch reden können. Herzlichen Dank noch einmal und eine Einladung zur weiteren Diskussion, wenn es die Möglichkeit gibt, auch im Internet mit uns. Vielen Dank und Ihnen einen guten Tag noch.